Hallo und herzlich willkommen, Bundesliga. Heute werden wir mit Noah Platschko über den VfB Stuttgart reden und über sein Leben im Allgemeinen. Es wird tiefgründig, emotional. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr da seid. Noah Platschko, meine Damen und Herren. Wir werden gleich über dein Leben sprechen, deine Zugfahrt. Den Streik. Den nicht stattgefundenen Streik. Und natürlich auch den nicht stattgefundenen Sieg des VfB Stuttgarts im eminent wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen. Reden wir gleich drüber. Schön, dass du wieder da bist. Freue mich sehr. Ja. Nur Nico fehlt heute. Lieben Gruß an Nico und aber Eddie und Tobi natürlich wie gewohnt. Schön, dass ihr da seid. Warum? Warum fehlt er wohl? Ja, Bremen hat verloren und er hat eine Klausel im Vertrag, im Bundesliga-Vertrag, dass wenn Bremen verliert, muss er nicht kommen. Schön. Ja. War auch noch nicht so oft diese Saison hier. Er kann noch absteigen tatsächlich. Ich habe den Rechner gemacht. Theoretisch möglich. Über die Relegation ist es noch möglich. Ja. Das stimmt. Ja. Aber wir wissen alle, dass das nicht passiert. Ja. So, ihr Lieben, heute eine kleine Besonderheit. Bevor wir gleich anfangen, müssen wir uns noch mal einmal ganz kurz in die Diskussionsstellung bringen. Jeder setzt sich einmal richtig hin. Ich gebe euch noch ungefähr 30 Sekunden Zeit, dass ihr euch einmal richtig gerade macht, Muskeln durchdrückt. Wir machen einen winzigen Spot, sind gleich wieder da und dann aber hier richtig alle in. Ja, bis gleich. So, jetzt Tobi noch einmal ganz kurz den Rücken richtig gerade machen. Nur auch nochmal. Wie nochmal. Unser Partner Clark begleitet uns schon seit einigen Jahren. In Zeiten von Inflation und Energiekrise wollen wir euch die Clark-App aber nochmal besonders ans Herz legen. Gerade jetzt ist es wichtig, unnötige Kosten zu vermeiden und smart zu sparen. Clark hilft euch, den Überblick zu behalten. Welche meiner Versicherungen ist zu teuer? Wo könnte sich ein Wechsel lohnen? Wie kann ich schon heute in meine Altersvorsorge investieren? Und bin ich versichert, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann? Das Team von Clark kennt sich mit jeder Lebenslage aus. Fragt einfach einen Termin an und lasst euch kostenlos und individuell beraten. Wenn ihr euch mit dem Code BEANS anmeldet, erhaltet ihr außerdem Best-Choice-Gutscheine im Wert von bis zu 45 Euro. Leg jetzt los und spar dein Geld smart mit Clark. Wer sein Geld auch smart hätte anlegen können, ist Hertha BSC. Die stehen nicht nur vor dem sportlichen, sondern auch vor dem finanziellen aus. Und damit beginnen wir heute auch. Da sieht's nicht gut aus. Gab ein Interview, habe ich euch rumgeschickt, im Kicker, wer's gelesen? Ich habe es nicht von dir bekommen. Gut, aber du weißt es auch. erzähl mal, worum geht's, Noah? Zum einen ist die Hertha natürlich sportlich sehr angeschlagen und zum anderen ist die Lizenz in Gefahr. Hertha BSC droht möglicherweise sogar der Abstieg in die Regionalliga und das wäre natürlich fatal für die Berliner. Vor allem im Westen der Stadt. Aber sind das nicht immer solche so Schreckensszenarien, die eh nie eintreten. Ich erinnere mich, es war mal irgendwann bei Schalke, war es auch mal so, da hieß es, die sind so pleite, 200 Millionen Schulden, dies, das. Und am Ende gibt's dann aber irgendwo noch mal eine GmbH oder eine Aktie oder irgendwas. Und dann klappt's doch immer. Das große Problem ist, dass sie halt jetzt Jahr für Jahr immer so 60 bis 70 Millionen Euro Verlust gemacht haben. Und sie haben irgendwann 2018 oder 2017, korrigiere ich mich, wenn ich Mist erzähle, haben sie eine Anlage aufgelegt über 40 Millionen, haben damit Geld eingetrieben. Aber eine Anlage muss ja irgendwann wieder zurückgezahlt werden an die Leute, die da investiert haben. Aber sie haben doch auch 180 Millionen oder? Ja, das ist ja weg. Das Geld, was Windhorst reingesteckt hat, ist ja weg. Das ist ja, haben wir ja schon lange und breit drüber gefaselt. 400 Millionen, oder? Knapp 400, das ist alles weg. Wo ist das? Alles verbrannt. Wo sind die 400 Millionen? Ja, das ist in schöne Spieler angelegt, in Schnips, in Häppchen, ich weiß nicht, und was alles. Christoph Piontek hat 5 Millionen verdient bei der Hertha und wurde jetzt die ganze Zeit ausgeliehen. Und ob der so viel einbringen wird, na gut, weiß man nicht. Aber von 5 Millionen im Jahr zu 400 Millionen, da muss er trotzdem noch irgendwie. Also 400 Millionen muss er erstmal ausgeben. Ja, gut, da war noch eine Pandemie dazwischen. Da haben sehr viele Fußballvereine sehr viel Geld verloren. Das muss man ja auch als mildernden Umstand hinzubringen. Trotzdem sind das nicht, dass alle pleite gehen gerade im Moment. Aber wie viel, die Hertha, weiß man, wie viel Red Bull in Leipzig gepumpt hat in all den Jahren? Das müsste man jetzt, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ja. So oder so hat Red Bull ja vielleicht eine andere
Leistungsstruktur auch, und es ist ja auch nicht so, dass Leipzig jetzt ihr erstes Projekt ist, sondern die haben in diversen anderen Sportarten plus im Fußball noch andere Projekte, wo sie dann auch ein bisschen Struktur und Know-how, glaube ich, haben. Ja, ich weiß nicht, ob das zu vergleichen ist, weil das ist von Anfang an so als Projekt aufgebaut worden, eben mit der Expertise aus diversen Projekten, die bereits umgesetzt worden waren. Ja, und bei Hertha wurde so ein fast schon Insolvenzfall übernommen von einem Unternehmer, der sportlich diesem Verein nichts hinzuzufügen hatte. Ja, und, aber trotzdem kann man, finde ich, Summen erstmal vergleichen, wenn du sagst, ich weiß es ja nicht, wenn er jetzt sagen würde, mit 400 Millionen hat Leipzig eine Dynastie aufgebaut und Hertha tritt den Gang in die Regionalliga an. Das ist einfach die Diskrepanz, dass das nicht genau exakt in Einzelfall vergleichbar ist. Okay, aber also wir sind uns ja alle einig, dass, also wenn man 400 Millionen investiert bekommt. Andere Vereine waren ja auch in der Pandemie und haben einfach nicht 400 Millionen geschenkt gekriegt. Das ist einfach schon krass, dass ein Verein, in den 400 Millionen investiert wurden, jetzt vom Finanziellen aussteht. Weil was wäre denn ohne diese 400 Millionen gewesen? Ja, vielleicht hätten sie dann auf eine andere Art und Weise kreativ werden müssen und hätten vielleicht gesagt, ey, wir müssen kleine Brötchen backen, wir gucken mal irgendwie, dass wir Spieler kaufen, die ein bisschen günstiger sind und nicht so viel Gehalt verschlingen und dann vielleicht die Ambitionen ein bisschen runterschrauben, weil das sportliche Endergebnis hätte ja auch jetzt nicht schlechter werden können, als es ist. Ich meine, wie gesagt, Piontek war jetzt nur ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine Transferperiode. Da haben sie, glaube ich, Kunja aus Leipzig geholt. Der hat irgendwas um die 20 Millionen gekostet. Sie haben Lucas Toussaint geholt aus Lyon. Der hat auch sowas um den Dreh gekostet. Dann gab es da noch einen dritten Spieler, der mir gerade nicht einfällt. Aber das waren irgendwann irgendwie, die hatten mehr Transferausgaben als irgendwie die komplette Bundesliga in diesem Winter war es, glaube ich. Also in dem damaligen Winter. Und dann zahlst du diesen Spieler natürlich auch noch eine Menge Gehalt. Und das war ja auch mit ein Grund, warum dann viel Applaus gestern bei der Mitgliederversammlung aufbrannte, als dann die für den Kader verantwortlichen Friedi Bubic und Dirk Duffner dann so, ja, ein bisschen kritisiert worden sind. Aber nicht nur die, also auch der ehemalige Finanzvorstand Ingo Schiller, der hat vom Präsidenten da auch noch eine Schelte bekommen, weil er eben auch von 250 Millionen gesprochen hat, die einfach weg sind. Und die hatte Schiller eben zu verantworten gehabt. Und ja, ich finde, ein Aspekt, den man oft auch vergisst, also ich war 2017, das war die Zeit des We try, we fail, we win. Für eine kurze Zeit bei der Hertha. Mhm. Ich kenne dementsprechend auch noch ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von damals. Und ja, das ist nicht ganz ohne, weil auf der einen Seite ist es natürlich die sportliche Bilanz und ein sportlicher Niedergang eines Vereins, der dann möglicherweise ziemlich sicher stand jetzt in der zweiten Liga oder noch tiefer wieder ansetzen muss. Zum anderen sind es aber dann auch menschliche und persönliche Schicksale irgendwie, die an so einen Club gebunden sind und mit einer persönlichen Note verbunden, tut das dann natürlich nochmal besonders weh, vor allem wenn man ein direkter Konkurrent ist im Abstiegskampf. Also ich war ja im Olympiastadion und diese 1-2 Niederlage des VfB hat natürlich wehgetan, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja gut, falls das irgendwie dazu führen könnte, dass ihr in der Liga bleibt und ihr vielleicht noch euren Job behalten könnt, dann wäre das ganz geil. Aber so. Ja, das ist vermutlich bei jedem Verein so, ne? Wenn du absteigst, dass du da auch an anderen Stellen außerhalb des Platzes massiv Verzeihung abspecken musst. Nochmal ganz kurz, bin nochmal auf die Transferhistorie gegangen, auf transfermarkt.de. Mhm. Also Toussaint 25 Millionen aus Lyon, Piontek 24 Millionen aus Mailand. Bist du schon mal bei 50 Millionen fast. Luke Bakio 20 Millionen? Stimmt, Luke Bakio. Der kam aus Düsseldorf, ne? Ja, von Watford, dann noch. Aber das ist früher Schenker schon gemacht. Saison 1920 war das schon, also ein paar Jahre ist schon ein bisschen her. Deswegen hat man jetzt nicht so auf dem Schirm, aber der war auch mal 20, das ist aber ein bisschen vor der Phase gewesen, das war vermutlich auch vor den Investitionen, ne, oder? Nee, das war oder quasi war das, erste, das war da, wo man dann losgelegt erste Amtshandlung, hat. Genau, ne? Ja. Kunja waren 18 Millionen, pass auf, den habt ihr auch vergessen. John Cordoba kam für 15 Millionen vom FC. Erinnert ihr euch noch? Aber der ist, glaube ich, für ganz viel Geld dann nach Russland. Aber ich sehe gerade auch hier, Kunja haben sie auch für 30 Millionen verkauft. Ja, okay, dann ist das ja so ein Plus. Du darfst aber nicht vergessen, natürlich, dass Transfersummen sind ja das eine, aber das andere sind natürlich die Gehälter. Und Hertha hat eine Gehaltsstruktur am Ende, die immer noch jetzt, die jenseits von Gut und Böse ist. Also die im oberen Drittel der Liga ist, obwohl sie im unteren Drittel spielen. Und dann hast du auch natürlich nicht mehr die Einnahmen, die das rechtfertigen, dass du eben so einen teuren Kader hast. Aber ist es nicht umso erstaunlicher, wenn man solche teuren Spieler holt? Du gehst ja davon aus, dass die dann, dass da bei Hertha jemand sitzt, okay, der kostet viel, aber der hat auch eine gewisse Qualität. Und dass das dann trotzdem halt nicht funktioniert, ist ja dann, also
dass sie jetzt dann vielleicht nicht um Europa spielen, okay, aber dass du um Abstieg spielst, ist halt auch schon wieder das andere Extrem. Hm. Also Zecke Neuendorf hat es ja gestern auf der Mitgliederversammlung gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das Zitat mitbekommen habt, aber bis auf unsere Jugendspieler können alle gehen. Keiner hat seine Erstligatauglichkeit unter Beweis gestellt, wo ich mich dann aber auf der anderen Seite auch frage, okay, ist ja doch, glaube ich, Applaus dafür bekommen. Das eine ist es halt so zu sagen, das andere ist die Frage, motiviert das diese Spieler denn jetzt noch in den letzten beiden Partien alles zu geben, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen? Also ja, da bin ich immer so, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu naiv, aber wer sich in so einer Situation nicht motivieren kann und sich von sowas noch demotiviert sieht, sorry, nein. Also der. Aber dass Neuendorf sowas sagt in so einer Situation, ist ja trotzdem irgendwie verheerend. Also ja, der ist natürlich auch gefrustet. Ich kenne das ja auch. Man sagt dann aus einem Frust heraus manchmal auch Sachen, wo man ein paar Wochen später vielleicht denkt, ja, okay, bin ich vielleicht ein bisschen hart ins Gericht mitgegangen. Ja, kenne ich auch, wenn ich mal was aus dem Frust tweete über den HSV oder so. Mhm. Aber am Ende des Tages ist die Bilanz halt einfach, wie sie ist. Sie ist verheerend. Hertha steht mit 25 Punkten. Wir können die Tabelle zu diesem Zeitpunkt ja gerne mal einblenden auf dem letzten Tabellenplatz. Es sind noch 2 Spiele zu spielen. Hertha hat noch 6 Punkte, die sie maximal holen können. Und dann wären sie bei 31, wenn ich das richtig sehe. Und damit wären sie halt punktgleich mit Bochum. Haben natürlich jetzt das bessere Torverhältnis. Also es kann durchaus auch noch mal zu einem Faktor werden. Sie spielen ja auch noch gegen Bochum. Mhm. Aber sie sind halt auf Gedeih und Verderb dazu verpflichtet, die letzten beiden Spiele zu gewinnen. Die letzten beiden Spiele heißen zum einen das Heimspiel gegen Bochum und dann müssen sie auswärts nach Wolfsburg und für die wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch um was gehen, nämlich um den wichtigen Tabellenplatz 6. Also da wird nichts abgeschenkt vermutlich. Und dann musst du ja nicht nur auf Bochum achten, sondern du musst auf Schalke achten, du musst auf Stuttgart achten. Also Hoffenheim nehme ich da fast schon mal raus, weil die können sie gar nicht mehr einholen, die haben ja schon 32 Punkte. Also das wird rein sportlich sehr, sehr schwierig, die Klasse jetzt noch zu erhalten, sich in die Relegation irgendwie zu retten. Und wenn sie dann runtergehen, dann ist das, also es ist konsequent, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht. Letztes Jahr haben sie Relegation gespielt, haben sie es gerade mal mit Ach und Kraft aufgrund eines Tores geschafft. Zwei Standards. Zwei Standards waren es, also wirklich, also das ist dann auch verdient, sag ich mal, diese Abstiege, haben sich erarbeitet. Ja, und das Bittere ist doch auch irgendwie, wenn wir diese ganze Geschichte mal eben jetzt, wir beginnen jetzt einfach mal 2017, weil ich dann bei der Hertha war und eben dieser Slogan, we try, we fail, we win, eben in diesem Verein irgendwie vorherrschend war, was bis heute passiert ist. Also man wollte ja unbedingt von diesem etwas schnöden, langweiligen Dardai-Fußball wegkommen. Man hat es mit Čović versucht, das hat nicht geklappt, weil man da auch irgendwie nach einem 0-4 in Augsburg in einer akuten Abstiegsnot war. Dann kam eben Klinsmann, Windhorst, ne, diese ganzen Versuche, die Pandemie, zwischendurch war auch Labbadia noch mal da, da war ja Dardai zwischendurch auch noch mal da, ne, und dann irgendwie diese Sehnsucht auch eben aus diesem Club in Berlin. Ich meine, das Potenzial in Berlin ist ja theoretisch da. Ich meine, wie viele Einwohner hat diese Stadt und der wird ja auch genutzt, nur nicht von der Hertha. Ja, dann umso bitte, also stellt euch mal vor, Hertha BSC steigt ab und im selben Jahr qualifiziert sich Union Berlin für die Champions League. Da braucht man ja nicht viel Fantasie für. Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, für jeden Hertha-Fan, ja, will ich gar nicht aussprechen. Meine Güte. Und Stuttgart kommt erst noch. Nein, es ist ja meine Wahlheimat so und ich bin mit den Leuten sehr verbunden. Ich meine, aber dann freu dich doch für Union. Ich rede jetzt von den Hertha-Leuten. Ja, aber es ist immer noch deine Wahlheimer. Du kannst ja aussuchen, welchen Verein du unterstützt. Voller Respekt vor Union Berlin und so, da kommen wir später auch noch zu. Aber ja, nochmal, wenn Hertha BSC absteigt, dann wärst du konsequent. Aber die persönlichen Schicksale, die damit zusammenhängen, die tun mir ein bisschen weh. Du, das glaube ich, sobald man irgendwie Einblick in irgendwas hat und man dann einzelne Menschen in Verbindung bringt mit einer Situation, dann bist du natürlich immer irgendwie involviert. Ja. Aber als Journalist musst du das ablegen. Absolut. Und ich habe natürlich trotzdem rumgeschrien, als Hertha das 1-0 und das 2-1 gegen Stuttgart gemacht hat und war stinksauer. Ja, so sieht's nämlich aus. Ja, also tabellarisch haben wir es eingeordnet. Hertha mit der schwierigsten Aufgabe, selbst bei einem Sieg gegen Bochum, müssen sie dann, wie gesagt, nach Wolfsburg. Es könnte theoretisch aber auch sein, dass sie, lass mich kurz überlegen, reicht sogar ein Unentschieden schon, gegen Bochum müsste eigentlich, dann sind sie sicher abgestiegen, dann wären sie bei 26. Die müssen gewinnen jetzt. Die müssen gewinnen, auch aufgrund des Torverhältnisses. Hm. Also, wenn sie nicht gewinnen gegen Bochum, sind sie abgestiegen. Zu Hause im Olympiastadion, da denke ich, wird auch einiges los sein. Glaubt ihr, dass die Mannschaft eine Trotzreaktion zeigt und
Bochum weghaut? Oder glaubt ihr, die sind jetzt so verunsichert, die Luft ist raus, das wird nichts? Ich glaube, Herthas Plus ist einfach auch so ein bisschen die Auswärtsschwäche von Bochum. Ne? Also ich glaube, das haben ja alle Teams, die da so unten drin sind, irgendwie gemein. Also die Auswärtsschwäche ist da eklatant. Und wenn Hertha da seinen Dardai-Fußball aufzieht, kann ich mir schon vorstellen, dass die da irgendwie schnöde 1-0, 2-0 gewinnen. Klar, der Sieg von Bochum wirkt jetzt natürlich erstmal etwas berauschend. Wobei, berauschend, 3-2 Augsburg geschlagen, aber die sind jetzt irgendwie so, haben sich ein bisschen Luft verschafft und trotzdem sehe ich Hertha da nicht chancenlos, einfach weil ich glaube, dass die halt, wenn sie defensiv stehen, Bochum halt auch ihrer Schnelligkeit über außen berauben und dann vielleicht wie gegen Stuttgart mit zwei Standards dann zum Erfolg kommen und dann noch diese Resthoffnung haben. Aber klar, die Herthaner sind einfach von den Spielen abhängig. Aber Hertha muss halt kommen. Also ich sehe da schon leichte Vorteile für Bochum. Der Druck ist da bei der Hertha. Sie müssen das Spiel gewinnen und also wenn man jetzt mal auch auf die Partie gegen Köln kommt, das war ja erschreckend. Ja. Also das war ja wirklich das muss mir mal einer erklären, wie du so im Abstiegskampf stecken kannst und dann dich so präsentierst gegen Köln, die ja jetzt auch, für die Saison mehr oder weniger vorbei ist, die jetzt da auch die mussten ja gar, also die haben gut gespielt, aber ja, also es ist, ich weiß nicht, da müssen die auf jeden Fall komplett den Schalter umlegen. Und da bin ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen unsicher, ob das so geht. Also jetzt da so Bochum wegzuhauen, nee, habe ich für meine Zweifel. Ich auch nicht, aber Bochum ist auswärts wirklich sehr schlecht. Die haben 8 Punkte geholt, ja. Haben eine Bilanz von minus 28 Toren. Nur Hertha ist auswärts schlechter. Das ist wenig überraschend. Aber ich fand auch Bochum zuletzt, auch in Gladbach, ne, da haben die mir nicht gut gefallen. Und die sind einfach darauf angewiesen, dass sie dann zu Hause die Punkte holen und ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt in diesem einen Spiel, ich würde fast sagen, Hertha gewinnt das noch. Mhm. Und dann gibt es auf jeden Fall einen spannenden letzten Spieltag. Also natürlich braucht man viel Fantasie, wenn man jetzt das Spiel gegen Köln gesehen hat, weil da Hertha wirklich, die haben nicht mal mehr gut verteidigt, also nicht mehr das, was man Dardai so zugute halten kann, eigentlich, was ja seine Kernkompetenz ist. Selbst das haben sie sehr, sehr schlecht gemacht. Immer wieder einzelne Spieler rausgeschoben, dadurch Räume geöffnet, gerade auf dem Flügel gegen Köln, wo du ja eigentlich nicht willst, dass Köln da hinkommt, um dann die Flanke zu schlagen, auf Davy Selke, der früher aufgesetzt werden musste, aber dann haben sie danach eben die Flanken auf Tigges geschlagen. Also das war schon ein Offenbarungseid. Ja, aber ich finde, klar, natürlich auswärts, das ist natürlich Hertha, also super schwach auswärts. Die haben in diesem Jahr 5 Punkte geholt. Im Schnitt 3 Tore kassiert, jedem Auswärtsspiel. Ja. Aber das ist nochmal das, was Etienne auch gesagt hat. Die müssen jetzt kommen, die müssen machen, die müssen irgendwie spielen. Und die sind spielerisch so komplett ausgeblutet, dieser ganze Verein. Da ist überhaupt niemand mehr da, der in irgendeiner Weise Mut hat. Ich meine, dass sie jetzt mit Dardai auf der 6 spielen. Und als Trainer, ne? Ja, als Trainer war auch, dass er auf der 6 halt quasi aushelfen muss, reiner Zerstörer, der da wirklich auch, glaube ich, gar nicht Gefühl für diese Position hat. Ja, aber auch Zuckerpässchen gespielt in dem vor dem Tor. 1. Ja. Und ansonsten hat er halt häufig falsch gestanden und Probleme gehabt, dann diesen Raum zu schließen. Wenn Köln hatte 31 Torschüsse. Ja, 31 und ja. 13 oder 14 aufs Tor. Das ist ja, echt die, Wahnsinn. Die hätten richtig hoch. Christensen hat richtig viel noch rausgekramt. Ja. Aber ich meine, da 222 Punkte bei Kickbase hat Christensen gemacht. Hast du den? Ja. Stark. Gewinnst du dieses Jahr? Nee, überhaupt nicht. Ich mache nur Scheiße. Ich habe jetzt aus Versehen Gövelau statt Sané aufgestellt. Bist du nicht in der gleichen Liga? Doch. Ja, bist du. Aber ich verfolge ja nur das Tabellenende. Da sind Nico und du und ich. Egal, Entschuldigung. Christensen hat richtig viel rausgeholt. Du wolltest damit andeuten, ja, dass Köln noch viel höher hätte gewinnen können. Genau, und Dardai hat es ja irgendwie nach dem Spiel so ein bisschen alles auf sich selbst beziehen wollen, weil er gesagt hat, habe ich nur Offensive trainiert, gute Konterspiel und Defensive vernachlässigt. Das hast du auch gesehen. Also, ich meine, Hertha war ja sogar 2-1 vorne. Ne? Also, es ist ja, glaube ich, dasselbe Ergebnis gewesen wie auf Schalke. Da sind sie ja auch am Freitagabend 2-5 unter die Räder gekommen. Mhm. Nur waren sie auf Schalke immer im Rückstand und dass Hertha das dann nicht so richtig gedreht bekommt, das wissen wir ja, dass sie da einfach spielerisch limitiert sind. Aber wenn die 2-1 in Köln führen, dann könnten sie ja theoretisch einfach sich komplett auf ihre defensive Stabilität verlassen und den Gegner kommen lassen und dann irgendwie eben über Luke Bacchio so einen Konter fahren. Aber die Abstände haben nicht gepasst. So, sie haben sich ganz einfach überspielen lassen. Sie haben immer rausgeschoben. Ja. Also immer Richter oder Luke Bacchio sind immer rausgeschoben. Ja. Wo ich mir denke, das musst du gegen Köln auch nicht machen, wenn du 2-1 führst. Weil wenn du natürlich Köln schnelles Spiel anbietest, ein Spiel mit vielen Zweikämpfen im Zentrum, das ist doch geil für die. Das wollen die ja haben. Und da haben sie ja natürlich dann die Räume auch genutzt, die sie bekommen haben. Ja. Und sie hatten ein bisschen Pech mit diesem Freistoß vor dem 2-2. Also musste auch nicht pfeifen und dass der dann halt auch direkt reingeht, aber klar, in Summe
Wenn du da auch noch die Chancenvielfalt im zweiten Durchgang anguckst, dann waren sie mit 5-2 oder mit 2-5 dann noch ganz gut bedient. Und ja, das ist dann einfach nicht erstligatauglich. Ich sag trotzdem, Hertha gewinnt gegen Bochum. Sag ich auch. Weil Bochum super auswärts schwach ist und Hertha ist zu Hause eben deutlich besser als auswärts. Und Köln auswärts zu spielen ist was anderes als Bochum zu Hause zu spielen. Hm. Deswegen sage ich, sie gewinnen gegen Bochum und dann gibt's wirklich einen spannenden letzten Spieltag. Ich glaube aber auch, dass eben es für Wolfsburg noch um was geht und dass Wolfsburg dann das gute Gesicht zeigt. Wolfsburg hat ja auch so zwei Gesichter. Mhm. Und das eine haben wir mal in Dortmund gesehen jetzt. Gut, da kannst du unter die Räder kommen, aber das ist auch die Art und Weise gewesen. Und in anderen Situationen siehst du dann eben das gute Wolfsburger Gesicht. Und wenn es für sie am letzten Spieltag noch um Platz 6 geht, dann, glaube ich, sieht man eher das gute Gesicht. Zu Hause wollen sie einen versöhnlichen, schönen Saisonabschluss haben. Kovac ist ja auch jetzt nicht der Unehrgeizigste. Der wird dafür sorgen. Und dann wird Hertha in Wolfsburg absteigen, glaube ich. Was glaubt ihr? Ich sag's von Anfang an, seit Anfang der Saison. Und ich glaube auch schon, dass es am Wochenende soweit sein wird. Ja? Dass Augsburg absteigt. Hertha. Wieso Hertha? Augsburg? Wieso Augsburg? Entschuldigung. Hertha, ja, ich glaube auch, dass Hertha absteigt. Ja, okay. Ja. Gut. Das, machen wir einfach weiter. Sorry, ich hatte irgendwie. Nee, ist auch gut, das kann ja mal passieren. Augsburg, Berlin. Augsburg ist eine der ältesten Städte in Deutschland. Schon sagen. Da gibt es auch ein Do und irgendwas, ja, so eine Kapelle schöne, oder sowas. Ja, so eine Fluss Art haben die, glaube ich, auch. Fluss, genau. Die Augs. Die Inn fließt die nicht da noch durch? Egal. Ja, wir wissen es nicht. In der Liga bleiben möchte in jedem Fall auch der VfB Stuttgart. Und über den können wir jetzt ja mal sprechen, wenn wir dich hier gerade on fire haben. Union! Ja, das ist mir egal. Wir reden jetzt über Stuttgart, weil das will ich halt einfach. Okay. Ich sprenge einfach. Ja, das passt halt. Du hast jetzt eh gerade schon so eine emotionale Phase und da will ich gerne dann einmal so richtig ausschöpfen und dann kannst du auch wieder sachlich sein. Das ist doch schön. Gerne. Außerdem finde ich, wir sollten dann den Abstiegskampf thematisch erst auch mal jetzt abarbeiten, bevor wir wieder Champions League und wieder zurück. Das gefällt mir nicht. Nee. Deswegen lass uns über Stuttgart reden. Wir haben jetzt gegen Leverkusen gespielt und eigentlich könnte man ja sagen, da bist du mit einem Punkt am Ende gut bedient und zufrieden. Ja. Wenn man jetzt so den Spielverlauf schaut und wenn man sich auch anschaut, dass Leverkusen diese Hochphase jetzt nicht mehr hat, sondern sie haben jetzt auch in den letzten Wochen zusehends an Energie und an Power verloren, haben dann jetzt diese Euroleague, das Halbfinale gegen die Roma, was 1-0 verloren ging im Hinspiel, wo natürlich ein viel Fokus auch darauf liegt. Sie haben jetzt mit Kusanu und Andrich zwei wichtige Spieler für den Rest der Saison verletzungsbedingt verloren, was weiter nochmal Energie aus dem Team nimmt, sodass man in der Situation denkt, okay, da kannst du auch mal jetzt als Underdog vermeintlich gegen eine Mannschaft wie Leverkusen gewinnen. Aha. Ja? Wie hast du denn das Spiel und das Ergebnis aufgefasst? Ja, schon ein bisschen so, wie du es gerade auch vorformuliert hast. Kannst du als VfB Stuttgart in einer normalen Saison, mitten in der Saison, mit einem 1-1 gegen Bayer Leverkusen leben, mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist? Absolut. Unterschreibe ich komplett. Kannst du mit einem 1-1 gegen Bayer Leverkusen in der gegenwärtigen Situation leben? Leider nicht. So, und dieses Gefühl, das hatte ich dann auch direkt nach Abpfiff. Es war mehr drin. Leverkusen war nicht wirklich gut an dem Tag. Sie hatten auch zum einen die Verletzten, aber haben auch Wirtz erstmal auf der Bank gelassen. Also da dachte ich mir auch so, okay, da wird Leverkusen auf jeden Fall so ein kreativer Faktor abhanden gehen. Ich hatte vor dem Spiel auch große Angst, dass sie eben mit ihren schnellen Außen kommen, weil so hat Stuttgart vor allem zu Hause schon oft gegen Bayer Leverkusen verloren. Dann wird einfach Diaby auf die Reise geschickt und es steht 0-1 und dann kriegt Stuttgart nicht mehr gebogen. Aber das war eben nicht der Fall. Stuttgart hat es okay gemacht, die haben den Ball halt laufen lassen und haben dann in der zweiten Halbzeit so eine leichte Druckphase gehabt. Das Problem war eben einfach, dass sie nicht schnell genug in den Aktionen waren. Aber das zieht sich ja bei Stuttgart schon durch die ganze Saison. Also das letzte Drittel zu bespielen, da auch irgendwie selber kreativ zu werden, sich Chancen herauszuarbeiten, das war halt nur sehr beschränkt möglich. Und dann kriegen sie dieses Geschenk durch den Elfmeter. Und ihr habt es ja gesehen, ne? Er hat den Grifo gemacht, nicht den Panenka, sondern den Grifo. Es macht ja mittlerweile jeder, dass er den Panenka versucht. Und das war ja auch richtig knapp. Und trotzdem fiel mir da erstmal ein Stein vom Herzen, weil ich dachte so, Mensch, jetzt haben wir sie. Naja, 10 Minuten später hat man sich erneut durch einen individuellen Fehler einfach in die Situation gebracht, dass man selbst wieder das Spiel machen muss. Und man hatte ja, ihr habt die Kopfballchance gesehen von Joshua Wagnermann nach der Ecke. Mhm. Das ist halt im Abstiegskampf in so einer Situation,
Das sind vielleicht am Ende die zwei Punkte, die für den Klassenerhalt oder für die Relegation fehlen. Ist halt so. Ist, gut, ich weiß nicht, wie oft Hertha, Bochum oder Schalke so eine Chance vergeben hat, aber I'm sorry, den musst du halt dann da machen. Weil du musst halt trotzdem sagen, am Ende, wenn es soweit ist, dass Stuttgart absteigt, dann nicht, weil sie gegen Leverkusen. Nein, aber es war jetzt gerade gefragt, wegen dem Spiel, das ich jetzt sagen soll. Ihr habt ja noch alles drin. Ihr habt am letzten Spieltag Hoffenheim. Ja, Matarazzo, der weiß, wie wir spielen. Ist ja egal. Die Spieler müssen es ja umsetzen. Jeder ja. weiß, wie ihr spielt nach 33 Spieltagen. Ja, aber ich glaube, Matarazzo noch mal ein Stück weit besser. Und deswegen bin ich auch bei dem Hoffenheim-Ergebnis so ganz zwiegespalten, weil ich nicht weiß, ob ich mir eigentlich wünschen würde, dass Hoffenheim am 34. Spieltag schon dann komplett durch ist. Ja, mit der Einstellung kannst du nicht in die Kabine gehen. Ich gehst rein und sagst, so, wir hauen die jetzt um. Ja. Und dann bleiben wir in der Liga und ja. Hoffenheim steigt ab. Wie gesagt, du sagst es, wir können ja die ganze Saison, wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie, wie Stuttgart die komplette Spielzeit über performt, mal gucken, gegen wen Stuttgart denn überhaupt seine Punkte geholt hat. Stuttgart hat 2 Last-Minute-Siege eingefahren gegen Augsburg und Hertha. Das sind absolute Muss-Dinger und die waren auch sehr, sehr knapp. Die waren wirklich knapp. Sie haben beim Debüt von Michael Wimmer, den vorvorletzten Trainer, sagt auch schon viel über die Stuttgarter Saison aus, den VfL Bochum 4:1 geschlagen. Man hat desolate Gladbacher und Kölner zu Hause besiegt. Gegen Gladbach war das ja auch relativ eng vor ein paar Wochen. Da war ich ja auch entsprechend sauer. Ja, und dann hattest du noch einen Auswärtssieg in Bochum und das war's. Und da merkst du, dass Stuttgart eben gegen Mannschaften, die einfach ein bisschen personell besser besetzt sind, auswärts schon mal gar nicht, aber auch zu Hause, eben nicht so viel reißen können. Und klar, ich war mit der Art und Weise, wie sie zu Hause gespielt haben, gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen natürlich zufrieden. Aber es hat trotzdem nicht gereicht und es war auch nicht so, dass gegen Ende, da war es ja dann vogelwild, dass Stuttgart sich jetzt Chance um Chance herausgespielt hat. Es gab das Wagnermann-Ding, es gab noch eine gute Hereingabe, die dann keinen Abnehmer fand. Aber das war es dann auch in Summe. Und ich mache das der Mannschaft gar nicht so zum Vorwurf, aber es hätte dann auch kippen können und sie hätten es auch noch 2:1 verlieren können. Also es war sehr, sehr offen gegen Ende. Und ja, ich finde Stuttgart, wenn ich jetzt auf die Mannschaft gucke, klar, Mavropanos fehlt für mich da immer noch. Zagadou hat diesmal keinen Bock gemacht, dafür Bredlo. Und das ist auch so ein Ding, Torhüterposition. Flo Müller war ein Unsicherheitsfaktor, Bredlo hat auch immer wieder einen Patzer drin. Und das ist das, was alle immer sagen, Stuttgart muss halt in jedem Spiel so einen Aufwand betreiben, weil sie immer einen individuellen Patzer drin haben. Und das reicht dann eben am Ende nicht, wenn du nur in der Lage bist, ein Tor zu erzielen. Und ja, klar, du hast eine Power über außen, Chris Führig, der dann reingekommen ist. Das sind ja alles gute Spieler. Aber auch so ein Silas, der verdribbelt sich die ganze Zeit. Koulibaly kommt rein für die letzten 5 Minuten, hat 3 Aktionen, verliert den Ball oder verdribbelt sich. Der Junge macht mich wahnsinnig. Aber ja, da fehlt's einfach auch dann in der spielerischen Qualität. Heißt, da kann man schon auf diesen Kader auch mal gucken, unabhängig davon, was für Personalentscheidungen auch auf der Trainerposition getätigt worden sind. Dies, das. Ich finde nach wie vor ein Problem in Stuttgart, und das ist schon seit Jahren so, dass wir halt ein wahnsinniges Problem haben, was die kreative Zone im Zehnerraum angeht. Also gefühlt der letzte Kreativspieler auf der Zehne Stuttgart Balakow. Hatte Krasimir Balakow, ja. 1997, ja. Pokalfinale, hast du geguckt? Lepp. Nein, Lepp war gut. Daniel Didavi hätte ich jetzt so gesagt, ne? Als Spieler auch in der. Ist er immer verletzt? Ist er immer verletzt? Ja, auf der Zehnerposition so. Aber seitdem ist es immer so, man spielt irgendwie außen rum, man versucht über die Außen zu kommen, man hat Karazor und Endo als Passstation und Karazor als Stabilisator natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ich rede jetzt schon sehr, sehr lange. Das stimmt. Aber das ist doch okay. Dann lass uns noch mal eine Frage stellen mit einer vielleicht etwas kürzeren Antwort. Ja. Was macht dir denn Hoffnung? Also, die jüngsten Leistungen von Mainz 05. Und deswegen auch ein Appell. Kann ich irgendwo in irgendeine Kamera gucken? In jede. In jede. Ich appelliere an dieser Stelle an Eintracht Frankfurt. Liebe Eintracht-Fans, lieber Etienne, kommende Woche spielt Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04. Oh Gott. Ich wäre euch sehr, sehr verbunden, wenn ihr dieses Spiel. Moment, wenn ihr dieses Spiel nicht verliert. Wie sollen wir das machen? Vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding. Also, ich rechne und spiele natürlich auch viel rum. Schalke spielt am letzten Spieltag in Leipzig. Für die könnte es auch noch um was gehen. Sollte Schalke nicht gegen Frankfurt gewinnen, reicht Stuttgart aus den letzten beiden Spielen in Mainz und Hoffenheim 1 Punkt für die Relegation. So, das ist so
meine Hoffnung erstmal, dass wir das dann gesichert haben. Aber da muss die Eintracht natürlich mitspielen. Jetzt, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen befreit ist durch die Glasner-Entscheidung. Aber ja, ich habe wenig Vertrauen irgendwie darin, dass die Mannschaft dass die Stuttgarter Mannschaft aufgrund der verheerenden Auswärtsbilanz in Mainz gewinnt. Vielleicht ein Punkt, aber einen Sieg halte ich für unwahrscheinlich. Und dann ist es so, wie Etienne halt gesagt hat, da musst du Hoffenheim am letzten Spieltag schlagen. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Aber trotzdem bist du immer noch davon abhängig. Man, kannst du mir sagen, ob Bochum am letzten Spieltag zu Hause Leverkusen schlägt. So. Kann ich dir sagen, ja. Ja. Machen sie. Mhm. Gut, also du merkst schon so, wir sind Tabellen 17. mit 29 Punkten und das nicht unverdient. Okay. Mhm. Und ja. Also, aber ich würde jetzt mal zur Hoffnung nochmal sagen, weil du natürlich da sehr emotional drauf blickst und natürlich das Tabellenbild ja auch nur was anderes suggeriert als die Leistung. Ist ja lustig. Das ist ja das habe ich ja gesagt. Ja, das ist ja das Ironische. Wenn du halt am Wochenende alle Abstiegskandidaten geguckt hast, würde mir jetzt keiner einfallen, der eine bessere Leistung gezeigt hat als Stuttgart. Jetzt rein jetzt mal von der Leistung betrachtet. Ja. So, weil da natürlich, klar, Schalke kommen wir auch noch zu. Das war natürlich auch ein anderes Spiel jetzt für Schalke. Aber die haben ja über wirklich bis zum 1-0, das sie geschossen haben, gab es keinen Torschuss in diesem Spiel. Und das musst du ja gegen Leverkusen auch erstmal schaffen, dass du quasi in einem Spiel komplett das Tempo lahmlegst. Mhm. Haben jetzt beide Mannschaften lahmgelegt, das war für Neutralen jetzt nicht besonders spannend, weil wirklich dieser Elfmeter war, das war der erste Torschuss. Aber das haben sie ja hinbekommen. Sie haben halt gut gestanden, sie haben halt immer wieder dann auch Nadelstiche gesetzt, Chancen gehabt. Aber dann hast du ja auch gesagt, dieser Fehler dann, von denen es einfach zu viele gibt in dieser Saison. Mhm. Das muss man ja ganz klar sagen. Wenn du jetzt mal alle Fehler, einfach wirklich unnötigen Fehler auf und wegaddierst, beim VfB Stuttgart, dann ist das ja eine Mittelfeldmannschaft. Ja, aber dazu kommt, sorry, noch einen Satz, aber weil du es gerade wie die Abschlüsse auch nennst. Wie viele Paraden habt ihr von Lukas Radetzky gesehen? Keine, weil es keine gab. Es gab das Tor und sonst kamen die Schüsse, die 10, 12, die Stuttgart hatte, alle nicht aufs Tor. Und das ist halt auch eine Qualität, dass du den Ball mit dem Fuß so berührst, dass er in Richtung Tor geht. Und das schafft Stuttgart einfach zu selten. Statistik, dies, das, geblockte Schüsse gegen Hertha stand irgendwie 8 Schüsse. Ja, da waren 5 geblockt. Die kamen ja nicht mal aufs Tor. So, also du musst dich auch in Position bringen. Bestes Beispiel Chris Führich. Super Spieler. Bringt sehr viel Energie rein. Auch super über außen gezogen. Ja, aber die letzte Entscheidung im letzten Drittel ist dann oft einfach eine falsche. Und über eine komplette Saison gesehen macht Stuttgart das da einfach nicht gut genug. Und trotzdem, was sagst du hier immer sehr, sehr oft, Tobi, oder hast du es auch gesagt? Stuttgart war nicht besonders gut, aber nicht besonders schlecht. Also die waren auch nicht arg viel schlechter als der Gegner. Es gab sehr oft knappe Ergebnisse. Aber das reicht dann halt am Ende nicht. Das ist ja dann am Ende das Problem. Dass, wenn du jetzt rein auf Qualität gehst, klar, dann würde ich jetzt sagen, zwei relativ leichte Spiele mit Mainz, die jetzt komplett außer Form sind. Auswärts zumindest Stuttgart nicht leicht. Ja, und dann Hoffenheim, die ja auch auswärts auch nicht gut sind, wie viele Teams unten im Abstiegskampf. Gegen den Ex-Trainer, ja. Genau. Es ist ja jetzt auf dem Papier auch, wenn man es vergleicht mit anderen, ein leichtes Programm. Aber natürlich, sie sind jetzt Tabellenvorletzter. Ja. So. Und wenn die jetzt am kommenden Wochenende nicht gewinnen, können sie theoretisch sogar schon absteigen. Genau. So, das ist halt, kann da passieren, wenn da halt alles blöd läuft für sie. Also es ist halt wirklich eine ganz, ganz sauschwierige Situation, die ja in die Köpfe auch reingeht. Und dann ist natürlich die Frage, ob sie die Qualität, die sie jetzt unbestritten hatten, und daraufhin ist. Also die Qualität ist da. Ob sie die jetzt auch auf den Platz bekommen in dieser schwierigen Situation. Und da bin ich selber noch skeptisch. Ja, und ich möchte an der Stelle auch einen kleinen Quervergleich zum Hamburger SV ziehen. In der Saison 2017, 2018 ist der Hamburger Sportverein aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen mit Christian Titz. Aber davor war ja Bernd Hollerbach Trainer und da hat sich ja der geflügelte Satz eingebürgert, Titz kam einen Hollerbach zu spät und Sebastian Hoeneß kam wohl einen Bruno Labbadia zu spät. Weil in dieser Zeit hat Stuttgart halt wirklich sehr, sehr viele Punkte gelassen. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man in diesem System, also Hoeneß hat ja quasi das Wimmer- und Matarazzo-System adaptiert. Labbadia hat zwischendurch irgendwas mit der Viererkette fabriziert, was gar nicht funktioniert hat. Ja, wenn du den vielleicht schon früher geholt hättest, dann würden wir jetzt gar nicht darüber reden, weil der Punkteschnitt ist okay, die Leistung ist okay, aber diese 3 Monate unter Labbadia, die kriegst du halt nicht zurück. Ja, also dann halten wir fest, es ist schwierig für den VfB. Sie können tatsächlich auch, wie ja Hertha auch an diesem Wochenende schon absteigen, hast du ja auch gerade gesagt, ne? Also wenn Schalke gewinnen sollte gegen Frankfurt zu Hause, kommen wir gleich nochmal zu, wie du das da einschätzt, Eddie. Es muss schon viel zusammenkommen, damit sie halt wirklich abgestiegen sind. Naja, Schalke muss gewinnen und Bochum spielt unentschieden gegen Berlin und dann war's das. Ja, nee, wenn Bochum unentschieden spielt, können sie noch Bochum einholen wieder. Ah, stimmt, warte, wenn sie 29 einholen. Also Schalke und Bochum müssen beide gewinnen. Okay, und sagen wir mal so. Okay. Und Hoffenheim einen Punkt holen. Was würde ein Stuttgarter Abstieg emotional mit euch machen? Nix. Nee. Tobi? Da bin ich ehrlich. Ja? Ich würde mich ärgern, dass es dann nicht Hoffenheim ist. Also, okay.
Naja. Ja, okay. Schade. Also ich gehe davon aus, dass Hertha abgestiegen ist. Dann gibt es noch einen zweiten, vielleicht einen dritten. Mhm. Und ich würde mir, sage ich jetzt einfach mal hier so, ich würde mir schon wünschen, dass Hoffenheim absteigt. Aber du weißt schon, wo Eintracht Frankfurt vor ein paar Wochen verloren hat. Kann ich mir nicht alle merken. Hoffenheim, 3-1. Ja, ja, wir haben es selber. Ja, sag mal, ich habe damals über den BVB geschimpft, als sie die Chance hatten, Hoffenheim in die zweite Liga zu schimpfen. Düsseldorf waren die Leidtragenden. Ja, und ich finde es auch nicht gut, dass die Eintracht auch versagt hat in gleicher Manier. Aber also ich finde schon, Stuttgart ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Ist für mich ein Traditionsverein. Ich habe viele gute Erinnerungen. Ich mochte früher Kakao und Heiko Herrlich. Was? Nein, Gladbach und Dortmund. Okay, aber du mochtest Mauro Camoranesi. Ja, der war auch Bobic. Zwei Spiele da. Ja, Fredi Ballakow. Bobic natürlich. Fredi Bobic, Balakow. Giovanni Elber. Genau, okay. Eike also. Immel. Okay, es wird schwer für den VfB Stuttgart, aber die sind ja nicht die einzigen, die da noch mit Chancen und aber auch mit Gefahren im Abstiegskampf herumlungern. Wer das ist und wie wir diese Chancen der Vereine einschätzen, erfahrt ihr gleich nach einer klitzekleinen Pause. Herzlich willkommen zurück. Die Bundesliga geht weiter. Wir suhlen uns nach wie vor im Abstiegskampf. Da gibt es noch einige Vereine, die wir zu besprechen haben. Stuttgart haben wir durchgenommen. Hertha auch in aller Ausführlichkeit. Machen wir weiter mit Bochum. Bochum. Die haben jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Augsburg gehabt und auch gewonnen. Das war sehr leidenschaftlich, muss man sagen. Am Ende ein bisschen Glück. Da war die Puste weg. Da kam Augsburg nochmal auf 3-2 ran. Aber am Ende blieb es beim Sieg. Die Tore waren auch ein bisschen glücklich. Zwei halbe, also ein ganzes, ein halbes Eigentor dabei im Prinzip. Also Fortuna war auf jeden Fall mit dem VfL in dem Moment. Aber völlig egal. Es steht unterm Strich der Sieg und der war überlebenswichtig für den VfL in diesem direkten Duell. Für Augsburg heißt es, sie sind noch nicht ganz durch, müssen auch wieder ein bisschen aufpassen. Relegation ist auch noch absolut möglich für den FCA. Spiel gegen den BVB, genau. Aber lass uns erstmal über Bochum sprechen. Ja, da war wieder die Heimstärke. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Sie sind in der Heimtabelle auf Platz 12. Das ist schon mal ein großes Gefälle zwischen Heim und Auswärts. Auswärts sind sie Vorletzter. Ja, das hat ihnen auch diesmal wieder geholfen, ne? Ja, total. Also das Spiel ist komplett eskaliert von der ersten Sekunde an. Nach 20 Sekunden hat Riemann den Ball an der Mittellinie retten müssen nach einer missglückten Anstoßvariante von Bochum. Eine Minute später steht es 1-0 für Bochum, weil sie dann über links durchbrechen mit Antwi Adjei. Sonst war das auch so, das war ein reines Kampfspiel, also wirklich, Augsburg wurde ständig angelaufen von Bochum, hat die Bälle dann lang gemacht, Augsburg mit einer Passgenauigkeit von 56%, haben dann aber doch durchaus ein paar Durchstöße hinbekommen, haben sehr viel über rechts gemacht, sehr viel Angriff über rechts und Bochum hingegen hat dann aber auch da versucht, so ein bisschen über Antwi Adjei da sehr viel zu kreieren und dann war es halt so ein richtiger Abstiegskrimi. Und wo immer so das Spiel auch hin und her geflogen ist, dann gab es Phasen, wo Bochum den Gegner hinten eingeschnürt hat. Dann kam wieder Phasen, wo Augsburg plötzlich rankam. Immer wieder Fouls, Passgenauigkeit, gerade gesagt, 65-59%. Und dann hat der Bochum eben das, weiß nicht, Glück war es nicht unbedingt, weil es fiel auch in so eine Drangphase rein, wo sie dann eben der auch ein bisschen bestraft haben, dass Augsburg dann zeitweise in diesem 5-3-2, was sie spielen, mit Meier als so Mischung aus Rechtsverteidigung und Zehner, dass sie da nicht immer sortiert gewirkt haben und auch Rekspitschei da auch ein, zwei Fehler gemacht hat. Und dann war es eben so, dass Bochum diese beiden wichtigen Tore geschossen hat. Und auch Augsburg dann am Ende, ja, sie kamen nochmal und Bochum hat auch wirklich platt gewirkt am Ende. Also die haben richtig viel investiert in diesem Spiel, auch richtig viel Pressing investiert. Aber das war dann zu spät und zu wenig, was Augsburg dann auf den Platz bekommen hat. Das ist dann halt auch immer die Frage, ne? Hatten sie einfach Glück, dass sie dann diese beiden Tore gemacht hat? Oder haben sie dieses Glück mit ihrer Art und Weise, wie sie gespielt haben, auch erzwungen? Wir reden ja über Bayern oft, ne? Sagt man Bayern-Dusel. Nee, oft ist es eben nicht Dusel. Oft erzwingen sie eben einen Haufen Torchancen. Und dann, ja, das hat jetzt Bochum nicht in der Häufigkeit gemacht, aber trotzdem, vor allem dieses 2-1, ne? Dann spielst du den Ball halt rein und dann wäre da, glaube ich, Hoffmann noch gestanden oder sonst hätten vielleicht jemand anders reingemacht. Klar, das 3-1 war dann ein bisschen eine andere Geschichte, aber ja, mit den Fans im Rücken und so, das hast du ja auch gegen BVB schon gesehen, ist Bochum einfach in der Lage, zumindest nicht zu verlieren. Und das bringt dich dann in der Heimtabelle einfach auf diesen Tabellenplatz. Ja, also die Entstehung der Tore war sicherlich glücklich, aber du musst ja erstmal da hinkommen. Genau. Du musst ja erstmal in den Strafraum reinkommen bei dem Lucia-Ding und dann eben da so dann zum Schuss kommen. Klar, blöde abgefälscht und sonst geht das Ding auch nicht rein wahrscheinlich. Aber das haben sie ja zumindest hinbekommen. Ja. Und sie haben es auch nicht auch außerhalb des Strafraums sogar das 3-1
Eins. Nee, aber der Ball wurde rausgeköpft zu Lucia, glaube ich, und der hat dann eben das Ding aufs Tor geschossen. Ja, und dann aber der Schuss war außerhalb. Ja, ja. Ja, das, ja. Ja. Aber das musste ja trotzdem erstmal hinkommen, so in die Situation. Und dann die zweiten Bälle, was ja auch so ein Faktor war, wo Bochum halt wirklich gut im Spiel war. Also es war wirklich, da haben beide Mannschaften sehr gut gekämpft. Und auch Augsburg, was sie ja so gut können, den Gegner halt über diesen Kampf, jegliche Lust am Spiel nehmen, auch durch diese kleinen Fouls, das hat sich Bochum nicht nehmen lassen. Dann so diese ich will nicht sagen Spielfreude bei 65% Passgenauigkeit, aber dass sie halt trotzdem noch weitermachen und trotzdem noch Gas geben. Mhm. Ja, die haben wie eine Mannschaft gespielt, die weiß, worum es geht. Mhm. Und die wirklich Bock hat auf Fighten, die Bock hat auf Gewinnen und Bock hat diese Saison gegen jede Unkenrufe von euch, nicht von mir, dann doch noch mit dem Klassenerhalt zu krönen. Du hattest die auch als Absteiger. Ja, natürlich habe ich sie als Absteiger. Das war ja auch, sah ja auch zwischendurch sehr, sehr eindeutig danach aus. Und sie haben sich da irgendwie wieder rausgezogen und haben jetzt alle Chancen. Von daher, so oder so, wenn, das ist halt irgendwie der Unterschied, ne? Klar, natürlich haben sie auch vom Budget und vom Umfeld ist Hertha und Bochum sind die Meilen weit auseinander. Mhm. Aber die eine Geschichte, in der du sie vergleichen kannst, ist, wie sehr stemmst du dich gegen etwas? Und hat man schon das Gefühl, dass Bochum wirklich alles aus sich rausholt, was es zur Verfügung hat und sich gegen den Abstieg stemmt und sich auch von zwischenzeitlichen Rückschlägen nicht beeindrucken lässt in diesem Vorhaben. Und du siehst halt Hertha, bei der du eben nicht das Gefühl hast, dass sie sich da so gegenstemmen. Aber sie haben jetzt eben dieses alles Entscheidende, nicht das alles Entscheidende, aber wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Berlin. Und da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, da auswärts, sie werden ein anderes Gesicht, sie werden sich schwer tun, auswärts in Berlin. Ja, das ist natürlich auch ein schweres Spiel. Was natürlich für sie spricht wiederum, ist, dass sie da auch wieder aus einer abwartenden Haltung kommen können. Weil es gegen Augsburg auch so, dass Augsburg dann eher gesagt hat, es eher etwas tiefer gestellt hat, wohingegen Bochum da Vollgas raufgegeben hat. Das kann Bochum auch machen, das werden sie vielleicht auch gegen Hertha versuchen, um da so ein bisschen die Spielschwäche der Innenverteidiger auch zu testen und da mal richtig ranzugehen. Aber sie können ja dann eher auch sagen so, okay, 0-0 im Zweifel ist ja auch okay für uns. Also das können, besser sie, als, können sie aber quasi an jedem Spieltag machen, wenn sie auswärts spielen, als VfL Bochum? Als VfL Bochum, ja, aber wenn du natürlich in Stuttgart, wenn sie jetzt in Stuttgarts tabellarischer Position sind, wäre das anders. Ja, ja, weil sie, aber das ist ja jetzt auch nur dann, sag ich mal, in den letzten Spieltagen so, wo du dann den Rechenschieber rausholst. Ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Teil, dass du dir vorher eben diese Punkte holst. Nee, ich meine nur lediglich, dass Bochum so sehr Underdog ist in dieser Liga, dass sie in jedes Auswärtsspiel mit der Prämisse reingehen können, der Gegner muss was machen, weil wir mit einem Unentschieden zufrieden sind. Aber wenn jetzt die Tabellarsituation anders wäre, dann sind wir uns doch sicher, dass Hertha da komplett 90 Minuten den Bus parken würde und sagen würde, macht mal, egal was die finanzielle Situation ist. Ja, aber ich meine nur, Bochum hat 5 Punkte auswärts erzielt in der Saison, in einer Situation, in der sie in jedes Spiel gehen mit, ey, der Gegner muss machen, weil wir sind der VfL Bochum auswärts. Und es hat ihnen eben bislang nur 5 Punkte eingebracht, diese Situation. Oder 8 Punkte, Hertha hat 5, Entschuldigung, 8 Punkte eingebracht. Also sie sind jetzt, jetzt nicht super erfolgreich damit. Und in Augsburg haben die, glaube ich, gewonnen. War das der einzige Auswärtssieg in der Saison? Nee, 2 Auswärtssiege, haben noch in Bochum, haben noch in Köln gewonnen. Ach stimmt. Haben zuletzt auch von 4 Auswärtsspielen nur 1 verloren, also Sieg gegen Köln, dann unentschieden gegen Frankfurt und gegen Union und gegen Gladbach verloren. Ich meine, ja, jetzt in dem Spiel hat sich es in Grenzen gehalten, aber sonst ist Bochum halt eben auch so ein Team, das dann immer mal wieder so einen individuellen Patzer drin hat, wie ein Suarez, der gegen Dortmund unterm Ball runterläuft, oder Riemann. Suarez. Oh. Genau, in Riemann, der irgendwie einen Patzer macht und den Ball sonst wohin schlägt. Das war jetzt in dem Spiel nicht gegeben. Wenn du halt ins Detail gehen willst, kannst du nochmal sagen, dass Bochum sehr viele Probleme hat mit robusten Außenverteidigern des Gegners, oder Außenstürmern auch gerade. Bellio hat jetzt 2 Vorlagen gemacht, da sahen sie auch nicht gut aus gegen ihn, haben es schon versucht, mit Heinz da auf der Seite zu spielen, aber trotzdem. Da könnte Luke Bakio eine Chance haben. Aber das sind jetzt wieder viel wäre, würde, könnte. Gehört dazu. Wir werden sehen. Ja. Gut, und Augsburg, du hast es auch schon gesagt, ja, haben vielleicht auch so ein bisschen am Ende das weniger Glück gehabt, sag ich mal, aber die sind weiterhin im Rennen. Wir können nochmal aufs Restprogramm schauen, auch von Augsburg. Die spielen noch gegen Dortmund und Gladbach. Also das ist jetzt Gladbach auch kein geschenkt. Selbstläufer. Gladbach ist geschenkt. Ja, Gladbach ist vielleicht geschenkt, aber sie spielen in Gladbach. Und ich glaube schon, dass der Druck der Gladbacher Fans auch auf die Mannschaft am letzten Spieltag da sein wird, dass sie sich erwarten, dass sie sich noch mal reinhängen und einen versöhnlichen Saisonabschluss liefern. Kann ich mir schon vorstellen. Und in Dortmund wird es natürlich brutal schwer. Oder gegen zu Hause gegen Dortmund wird es brutal schwer. Kurze Frage noch. Ich weiß, wir wollen weitergehen. Aber an Tobi vielleicht noch. Also Augsburg spielt doch gefühlt seit 5 Jahren, also 6 Jahren, irgendwie fast exakt dieselbe Saison. Also das ist ja so. Genau. Sie haben so die 2-3 Punkte mehr, die sie brauchen. Sie gewinnen auch dann mal eben zu Hause gegen die Bayern oder führen auf einmal 3-0 gegen Leipzig und schaffen es immer wieder. Gut, jetzt ist ein anderer Trainer da mit Enrico Maaßen.
Spielen die eigentlich auch so wie unter Weinzierl? Ich verfolge sie jetzt nicht so richtig, aber ist das auch der gleiche Fußball? Oder weil die haben auch ja theoretisch auch Geld investiert, so ein Pepi, der ja gar nicht zurück will, der 18 Millionen gekostet hat oder so, spielt gar keine Rolle. Sie hatten auch ein bisschen Verletzungspech jetzt in den letzten Wochen, aber. Ne, die haben Verletzungspech, das so ein bisschen zieht sich durch die Saison auch. Sie haben ja im Winter auch sehr viele neue Spieler geholt, haben da jetzt eigentlich einen tiefen Kader, aber haben halt nichts, was raussticht. Und was Maaßen so dann gemacht hat, ist natürlich dieses klassische Augsburg, wir sind giftig, der Gegner soll nicht Spaß gegen uns haben, sind immer noch das Team mit dem wenigsten Ballbesitz, schlechteste Passquote und sowas. Zwischenzeitlich haben sie halt immer versucht, so ein paar Ballbesitz-Akzente reinzubringen, eben gerade nachdem Engels gekommen ist, war das so ein Versuch, aber auch das haben sie jetzt eigentlich dann ein bisschen beerdigt wieder, um eben Schlusssport nochmal so richtig Gas zu geben. Ich verfolge es auch nicht gut genug. Augsburger, die ich kenne, sagen halt, dass da schon eine Weiterentwicklung ist, gerade auf individueller Ebene, so ein Arne Meyer oder sowas, die nochmal einen Sprung gemacht haben. Ich habe immer das Gefühl, dass die so seit Jahren dasselbe machen und immer auf der Stelle treten, aber diese Stelle halt gut genug ist, um in der Bundesliga zu bleiben. Weil sie halt eben, und das ist ja das wieder, was Nico so gerne sagt, die kapieren halt vom ersten Spieltag an, hier geht es um Klassenerhalt und dann machen sie das halt auch. Ich glaube, du hast jetzt 10 Augsburger Fans, die zugeschaut haben, glücklich gemacht, dass du ihnen noch ein bisschen Sendezeit geschenkt hast. Ja, wir haben schon ein paar mehr. Ja? Ich mag den Kader auch eigentlich voll gerne. Also, aber da holen sie immer sehr wenig raus, weil sie das dann doch sehr reduzieren auf eben Kraft und Tempo. Das war so ein bisschen, wenn du Freiburg auf Wish bestellst, Augsburg. Irgendwie so Wannabe-Freiburg. Ja, Freiburg. Du bist halt auch sehr Freiburg-kritisch. Ja, in dem Fall? In dem Fall ja nicht. In dem Fall ist ja Freiburg das große Vorbild. Ach so, weil das Kompliment gemacht. Ja, okay. Ja. Also, für mich sind Freiburg und Augsburg immer so vom gleiches Budget, gleiche so Spielanlage. Aber Freiburg halt immer so im oberen Drittel und Augsburg immer im unteren Drittel. Ja, aber ich glaube, Freiburg versucht schon nochmal mehr spielerisch zu lösen. Die haben aber mehr Geld mittlerweile, muss man auch ganz oft sagen. Ich ist halt so, Augsburg, Mainz sind immer so die vergleichbaren. Ja, das eher vielleicht. Mich. Ne? Ja, einen Grifo sehe ich nicht in Augsburg. Ja. Auch nicht einen Ginter. Naja, mittlerweile sind die natürlich deutlich. Wie gesagt, ich glaube halt auch, dass ein Meier wird auch bei einem oberen Bundesliga-Club funktionieren. Dorsch, gut, hat jetzt diese Saison sehr wenig gespielt. Engels ist absolut der herausragende Spieler jetzt in dieser Rückrunde. Die haben schon einen ganz okayen Kader. So Udukai, der hat auch gute Zweikampf-Dings. Bellu hat jetzt momentan so ein bisschen die Form gefunden, nachdem Berisha ja zuletzt auch verletzt gefehlt hatte, auch jetzt am Wochenende kein großer Faktor war. Da hast du schon ein paar Spieler dabei, die sicherlich okay sind. Aber wo du jetzt auch Freiburg ansprichst, ne, ich finde es auch spannend. Ne? Der Gregoritsch letztes Jahr in Augsburg, der hat da nicht so richtig gezündet und nicht so richtig funktioniert. Und dann macht das Freiburg ja schon auch clever, dass dann Streich sagt, okay, der Gregoritsch, der passt wahrscheinlich bei uns ganz gut rein in den Kader, holt den. Und dann schießt er, ich glaube, ist er schon zweistellig, aber spielt eine super Saison. So, ne? Und dann ist er bei Augsburg ein Mitläufer mehr oder weniger und wird dann zum absoluten Keyplayer bei einem Europa League oder vielleicht sogar Champions League Teilnehmer. Ich glaube, dass der sich halt einfach super wohlfühlen muss. So ein sehr sensibler Spieler, der Vertrauen braucht. Und es ist ja oft bei Stürmern so, wenn es läuft, wie oft hat man schon Stürmer gesehen, die nichts gerissen haben und dann, oder umgekehrt. Umgekehrtes Beispiel wäre André Silva. Also, ne, das ist bei Stürmern immer so ein bisschen, finde ich, schwer. Ja. Ich meine, Davy Selke ist ja jetzt momentan auch wieder sehr gut. Ja, nachdem er einmal getroffen hat, ist irgendwie so ein Knoten geplatzt und jetzt trifft er jede Woche. Ja, aber das ist ja nicht nur das, das ist ja auch das System. Also du hast ja auch, auch Spieler, die einfach in gewissen Systemen viel besser funktionieren, weil sie dort ihre Stärken ausspielen können. Ich finde, bei Selke ist das fast noch am frappierendsten, weil er eben in dieses Kölner Spiel mit diesen vielen Flanken und so weiter einfach perfekt reinpasst, weil er groß ist, hat eine sehr gute Kopfballstärke, ist jetzt aber auch nicht großartig in irgendein Kombinationsspiel eingebunden, sondern kann da vorne irgendwie seine Selke-Sachen machen. Das ist ein sehr guter Fit und ich glaube, dass das auch bei Gregoritsch nicht ganz so krass ist, aber auch einfach in Freiburg ihm vieles entgegenkommt auch. Das ist so ganz klar und das ist ja auch das Wichtige. Und Freiburg auch genauso mit Gregoritsch eben die langen Bälle, aber eben nicht nur lange Bälle, er kriegt auch mal was in den Fuß, er kann auch mal in den Strafraum reinstarten, da muss dann nicht immer auch an den ersten Pfosten gehen, sondern kann auch mal im Rückraum lauern. Das ist schon sehr auf seine Stärken auch ausgerichtet. Aber trotzdem würde ich halt jetzt, lustig, dass es von mir kommt, dass ich sage, dieser systematische Faktor ist sehr, sehr wichtig, aber du darfst auch natürlich nicht unterschätzen, was das mit dem Kopf macht. Weil Selke war vom ersten Tag an, hat man gemerkt in Köln, okay, das passt eigentlich so von der Intensität. Im Pressing ist das super, der baut sich da richtig rein. Er hat dann halt keine Bälle bekommen und hat dann, aber wenn er die Bälle bekommen hat, nicht das Selbstvertrauen gehabt. Und nachdem er das erste Mal getroffen hat, ist er jetzt wirklich so, zack, 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 der trifft ja jetzt wirklich jede Woche, weil er eben jetzt auch im Strafraum, im Zweikampf, im Kopfball da ein Selbstverständnis wieder erlangt hat. Mhm.
Ja, und er wächst auch in das System rein. Ja, er wächst, ne, auch rein, klar. Da muss man ja auch mal ein bisschen beides brauchen, auch gerade wenn du so wie Baumgart in Köln so ganz, einen ganz klaren Plan hast, muss man auch erstmal reinfinden. Ja, ist eine Erfolgsgeschichte auch für Nico und mich, denn wir bekommen noch einen leckeren Kaffee. Muss nicht heute sein, aber wir hatten ja eine Wette gemacht, schießt Davy Selke noch 5 Tore in der Rückrunde und das hat er getan. Kommen wir gleich dazu. Wie? Aber habe ich gesagt, 5 insgesamt oder noch 5? Ist beides, ja. Beides hat er erfüllt. Er hat 5 jetzt für Köln geschossen. Ja. Ja, dann Wettschulden sind Ehrenschulden. Muss nicht heute sein, aber jedenfalls hat er auch uns deswegen sehr glücklich gemacht. Gut. Also, Bochum schlägt Augsburg, ist mit 31 Punkten derzeit sogar auf Platz 15 und damit raus aus dem Abstiegsgeschäft. Aber es kann sich so viel und so schnell ändern. Weiß auch Hoffenheim. Ja. Die haben jetzt gegen Wolfsburg 2-1 verloren. Es ist schon eine andere Hoffenheimer Mannschaft da, auch seit dem Trainerwechsel, seit dieser katastrophalen Zwischenbilanz, die sie dort irgendwann mal zwischen dem 10. und, ich weiß nicht mehr, 25. Spieltag oder so hatten. Da ist eine Menge jetzt wieder im Aufwärts. Trend, aber sie sind natürlich jetzt auch mit dieser Hypothek der verlorenen Punkte einfach ausgestattet und müssen jetzt auch dementsprechend bis zum Schluss eben zittern, sind im Abstiegskampf dabei. Du gewinnst halt einfach mal nicht selbstverständlich in Wolfsburg, so ist es halt. Und sind jetzt ja, eben bei 32 Punkten, haben ein recht gutes Torverhältnis, das Beste eigentlich aller Mannschaften dort unten drin mit -11. Aber die Konkurrenz punktet und man kann sich auch mit ein bisschen Pech auf einmal auf Platz 16 wiederfinden. Schauen wir einmal aufs Restprogramm von Hoffenheim. Die spielen jetzt nämlich gegen Union. Für die geht's um einiges. Es ist so oder so schwierig, aber die sind jetzt wirklich, das hat man jetzt auch beim Spiel gegen Freiburg gesehen, die haben Biss, die wollen in die Champions League und die können sie so gut wie klar machen, wenn sie dann gegen Hoffenheim gewinnen und dann am letzten Spieltag in Stuttgart. Also ich finde, das ist eines der schwierigsten Restprogramme, die man sich vorstellen kann. Insbesondere dann das Auswärtsspiel gegen Stuttgart, das ist so. Gegen Stuttgart, wo es halt einfach, wo Stuttgart wird brennen. Und sie haben in der letzten Saison auch genau dieselbe Situation gehabt. Sie sind da durchaus erfahren, was das angeht, mit Endo, Last-Minute-Tor. Schön, dass wir wieder über Stuttgart reden. Das ist ja so. Deswegen, wir reden über Stuttgart, um zu zeigen, dass es für Hoffenheim ein richtig schwieriges Restprogramm ist. Und sie sehen zwar aus wie jemand, okay, die stehen ganz gut da. Aber du kannst auch beide Spiele verlieren und dann musst du eben schauen. Schalke gewinnt eins der Spiele, Bochum holt irgendwie noch 2-3 Punkte. So, zack, spielst du Relegation. Also, das ist, oder vielleicht kannst du sogar noch direkt runter, wenn Stuttgart das Spiel gewinnt plus noch einen anderen Punkt holt. Also, die sind noch nicht durch. Und dann wieder die Auswärtsschwäche, wie wir bei allen haben. 8 der letzten 10 Spiele auswärts hat Hoffenheim verloren. Im letzten Spiel hat dann auswärts gegen Stuttgart. Hoffenheim ist, glaube ich, die Mannschaft, die sich am Wochenende aber am meisten ärgern darf. Ja. Weil wohingegen wir andere Teams verdient verloren haben, auch gegen starke Gegner, hätte Hoffenheim das Ding nicht verlieren müssen. Also es war nicht so, dass Wolfsburg da irgendwie besonders gut war. Die kamen wirklich sichtlich, ich will nicht sagen geschockt, aber auch so ein Stück weit angeschlagen aus diesem Dortmund-Spiel heraus. Da hat halt bei Wolfsburg die Sicherheit gefehlt, die sie sich so ein bisschen über defensives Stehen holen wollte. Aber trotzdem hat es eben in der Anfangsphase Hoffenheim geschafft, zu wirklich guten Torchancen zu kommen. Halt über einen Kramaric, der sehr viel ausgewichen ist, der sehr viel gemacht hat. Da haben sie dann sehr viel hinbekommen. Und dann kam halt dieses 0-1 so aus dem Nichts wirklich raus. Und auch danach war es jetzt nicht so, dass Wolfsburg da die Sterne vom Himmel gespielt hat. Wolfsburg hatte halt wirklich 3-4 gute Angriffe und von denen haben sie dann 2 reingemacht. Was halt bei Hoffenheim das Problem ist, A, haben sie jetzt mit Bebu wieder Rechtsverteidiger gespielt. Bebu hat sich da vor dem 1-0 war es ja dann wirklich nicht gut angestellt gegen Baku hat die Flanke geschlagen. Ja, aber er hat Kaminski, glaube ich. Ach so, ja, okay. Wer hat das 1-0? Kaminski hat das 1-0. Genau, hat das 1-0 geköpft, ist jetzt auch kein geborener Kopfballspieler und da hat er ihn quasi entwischen lassen. Ja. Hast du gemerkt, Bebu, der ist da kein geborener Rechtsverteidiger. Und in der zweiten Halbzeit hast du auch wieder gemerkt, dass Hoffenheim so ein bisschen die Kraft ausgeht. Das ist ja auch ein Thema, was wir häufig hatten, dass die eben nicht über 90 Minuten eine starke Leistung bringen, sondern dass das dann irgendwann so komplett abflacht bei der Mannschaft. Dass sie auch von der Bank, obwohl die Bank ja von allen Abschiedskandidaten noch die namhaften Namen haben. Also du bringst dann Dolberg, ein Sko. Das sind Spieler, für die könnten andere Vereine nicht mehr das Gehalt aufbringen. So. Und ja, das ist dann ein Faktor gewesen. Das ist ja wie so oft bei Mannschaften, die im Abstiegskampf sind, diese Kleinigkeiten zum einen, auch wie nutzt du deine eigenen Tormöglichkeiten,
diese Chance von Dabur musst du halt in der Situation dann machen. Der Arnold vertändelt den und der läuft, der hat, wie viel Zeit hat der? 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, um sich zu überlegen, wo schieße ich den hin, setzt den dann drüber. Und dann eben die beiden Gegentore. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es André. Hätte er sogar noch rüberschieben können, glaube ich. Ja, genau, aber das muss halt ein Tor sein, fertig aus. So, und bei den beiden Gegentoren einmal kein Gegnerdruck auf den Flankengeber. So, ich sehe das oft genug bei Borna Sosa, der sehr gelobt wird für seine offensiven Qualitäten, aber defensiv ist das seit Wochen tatsächlich nicht gut. Und das hast du da in dem Moment auch, ich glaube, es war bei Angelino gesehen, dass er dann halt nicht den Flankengeber genügend attackiert hat. Und beim 2:1, es war eine Traumvorlage von Mecha. Das war wirklich der Joshua Kimmich des VfL Wolfsburg, so ein Chipball, den kann wahrscheinlich Kimmich und Thiago spielen, die, aber sonst nicht viele Spieler, hat Niko Kovac danach auch gesagt, das war absolute Weltklasse. War es auch, aber trotzdem fehlt da ja auch wieder der Gegnerdruck. Hier der mieseste Transfer des FC Schalke 04 oder in diesem Jahrtausend. Sebastian Rudi ist da auch nicht richtig in den Zweikampf gegangen. Beide, also ich fand Match hatte Platz, aber auch, also da war viel Raum. Also bei Kimmich ist es oft noch so, da stehen dann so 20 Spieler. Ja. Und da war gefühlt schon auch viel Luft irgendwie. Genau. So, dass dieser Pass zwar immer noch geil ist, aber er hat schon auch freie Sicht gehabt, so ein bisschen, weißt du? Und Waldschmidt hat auch so einen Radius von was weiß ich, wie vielen Metern. Der nimmt den Ball nicht mal richtig gut mit. Nee. Also normalerweise bei so einer Ballannahme, da muss der Ball eigentlich weg sein, weil dann irgendjemand da sein muss. Ja, voll. Also deswegen, wie Tobi sagt, Hoffenheim muss sich ärgern und Wolfsburg ist voll drin im Kampf um die Europa League nach dieser wirklich verkorksten Anfangsphase. Wir haben ja eigentlich schon drüber geredet, dass Kovac fliegt. Ne, die waren, glaube ich, nach 5, 6 Spieltagen 17. Ja, haben ganz gut die Kurve gekriegt. Ja, also, auf jeden Fall. Die haben sich sehr, sehr stabilisiert. Da hat man Niko Kovac auch die nötige Zeit gegeben, was ja auch alles andere wäre auch Quatsch gewesen, nach so vielen Trainerwechseln. Was willst du dann noch machen? Von daher. Kruse-Faktor am Ende doch, ne? Ja, also er hat recht jetzt. Danach ging es besser. Ja, danach ging es besser. Also, und er hat sich da durchgesetzt und da war, haben wir auch zu der Zeit drüber gesprochen, okay, inwiefern ist jetzt dieser Disziplinenfanatiker Kovac wieder dabei, sich das Team gegen sich aufzubringen, auch ein Stück weit. Er hat ja auch in München dann durchaus auch die Kabine irgendwann mal verloren durch solche Maßnahmen und das hätte auch natürlich auch in die Hose gehen können, aber in dem Fall ist es genau aufgegangen. Er hat alles richtig gemacht. In Wolfsburg spricht niemand mehr über Max Kruse. Ja, stimmt. Trotzdem halt krass, wie wankelmütig diese Mannschaft ist. Also ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Hertha, zwischen 0 und 6 Punkten würde mich da nichts wundern mit dieser Mannschaft. Ja, da ist alles drin, genau. Die sind wie Hoffenheim auf höherem Niveau, früher so, immer heute so, morgen so. Da fehlt natürlich tatsächlich ein bisschen die Stabilität, aber sie haben es immerhin jetzt auf Platz 6 geschafft. Und das wäre ein Riesenerfolg nach dem, was in Wolfsburg in der Vergangenheit alles passiert ist mit Kofeld, mit Van Bommel. Also das ist dann eine große Erfolgsgeschichte, muss man einfach auch so sagen, auch wenn sie nicht diese Beständigkeit haben. Ja, für Hoffenheim ist das sehr, sehr bitter. Ich habe es gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Das kann auch echt ganz schnell mal in der Relegation oder sogar schlimmer noch enden mit den beiden schweren Gegnern, die sie jetzt haben. Also sollten sie tunlichst gegen Union punkten. Kommen wir zum letzten Abstiegskandidaten da unten drin. Das ist der FC Schalke, die in den letzten Wochen und Monaten auch mehrfach totgesagt waren und immer wieder irgendwie zurückgekommen sind. Jetzt hatten sie eine Mannschaft vor der Brust, die dann mal eine Nummer zu gut war. Da hat das Ganze nicht funktioniert. Im Vorfeld hat Trainer Reis ja auch bis auf Bülter alle gelb gesperrten, also quasi mit 4 gelben Karten vorbelasteten Spieler. Oder vielleicht hatte sogar mal 9, ich weiß es nicht. Jedenfalls die gefährdeten Spieler draußen gelassen. Bis auf Bülter, der dann prompt in einer unnötigen Situation, kann man fast schon sagen, aufgrund eines taktischen Fouls dort wirklich die gelbe Karte bekommen hat und ist jetzt gesperrt dann für das Spiel gegen Frankfurt. Das tut weh, weil Bülter, fand ich, in den letzten Wochen einer der überragenden Spieler, absoluter Aktivposten beim FC Schalke war, für viel Gefahr und Tore gesorgt hat. Der wird fehlen. Und in dem Spiel gegen Bayern war relativ früh klar, hier ist nichts zu holen. Es kann eigentlich nur darum gehen, das Torverhältnis zu schützen, weil das ja auch noch mal gerade im Vergleich mit Bochum ein Faktor werden kann. Die sind bei minus 34 jetzt, Schalke, Bochum bei minus 35. Also das kann noch mal am Ende wirklich ein Zünglein sein. Vielleicht haben sie Bayern auch zu sehr geärgert, weil sie noch versucht haben, mitzumachen. Also sie haben jetzt nicht wirklich so ein Waffenstillstandsangebot angenommen. Und die Bayern haben dann einfach Bock gehabt und haben sie 6:0 zerlegt. Ja, das war ein Klassenunterschied. Ja, war auch jetzt nicht
der Gegner, gegen den Schalke punkten kann. Weil sie natürlich mit ihrem Stil Mann gegen Mann schon darauf angewiesen sind, dass der individuelle Unterschied nicht zu riesengroß wird. Und der individuelle Unterschied in diesem Spiel war schon sehr, sehr groß. Und sie haben trotzdem sehr häufig halt versucht, dieses Mann gegen Mann-Spiel im Mittelfeld durchzuziehen und wirklich auch Druck aufzubauen auf die Bayern. Aber wenn dann eben Musiala sich am Gegner vorbeispielt, wenn dann eben ein Kimmich einen tollen Pass spielt, dann ist das komplett über den Haufen geworfen. Das funktioniert gegen Bayern in der Form nicht. Und auch ein sehr starkes Spiel von Gnabry, muss man sagen, der da in dieser Stürmerrolle sich häufig hat fallen lassen, da wirklich die Viererkette vor Schalke vor Probleme gestellt hat, die nie so richtig wussten, sollen wir mitgehen oder nicht. Mal ist jemand mitgegangen, dann ist wieder niemand mitgegangen. Das war für die ganz, ganz schwierig. Und da hat Bayern dann wirklich eine feine Leistung gezeigt. Aber auch das war in gewissermaßen erwartbar. Thomas Reis hat jetzt gegen die Bayern auch nicht die beste Bilanz, wenn man diesen einen Sieg mit Bochum in der letzten Rückrunde zu Hause ausklammert. Aber in München ist er mit seinem Mann-gegen-Mann-Spiel eigentlich immer untergegangen. Das heißt, aber zu Hause 0-7 untergegangen, oder? Ja, auch zu Hause. Das war doch am Anfang der Saison, wo er noch Bochum-Trainer war. Mit Bochum 0-7. Letzte Saison haben sie auch, glaube ich, das Hinspiel 7-1 oder sowas verloren. Also das ist halt schon mit eingepreist ein bisschen in dem Stil, dass du damit bei den Bayern nicht unbedingt was holst. Ich fand's sogar noch, also klar, ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, war das von Münchner Seite her eines der besten Spiele so unter Tuchel, klar auch angepasst an den Gegner. Aber ich fand, wenn man jetzt nur auf diese erste Phase anguckt, auf die erste Phase guckt in den ersten 15 Minuten, dass Bayern sich da trotzdem irgendwie schwer getan hat. Also diese gewisse Leichtigkeit, die du bei Bayern sonst irgendwie oft hast, dass die da reingehen und du weißt ganz genau, es steht irgendwie nach 20 Minuten 2-0, die fand ich war am Anfang noch nicht so zu sehen. Also Müller ist dann irgendwie in den Strafraum gedribbelt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die Szene alleine, ja. Natürlich, sie hatten dann schon viele Chancen, aber trotzdem, als ich dieses Spiel gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass da eine Bayern-Mannschaft ist, die voller Selbstbewusstsein strotzt. Das haben sie sich dann aber natürlich von Minute zu Minute stärker erarbeitet. Also ich will jetzt nicht auf den Bayern zu sehr rumhacken. Das war eine starke Leistung von denen. Haben sich auch wunderschön die Tore teilweise rausgespielt. Auch das 6-0 war geil durchkombiniert. Aber trotzdem haben sie so ein bisschen gebraucht. Also da dachte ich, hatte ich so leichte Hertha-Vibes, aber relativ schnell haben sie dann ja den Knoten platzen lassen und dann war es soweit, dass Schalke sich ergeben musste. Hättet ihr an Schalkes Stelle auch einen Bülter rausgelassen? Ja. Das ist ja die Diskussion jetzt. Die Frage, gehst du halt da vorher rein und schickst du dann wirklich eine B11? Weil das war jetzt ja auch so nicht die A11, die Schalke darauf geschickt hat, sowieso. Gut, Terodde kannst du noch erklären, aber auch ein Yoshida hat ja zum Beispiel nicht gespielt, eben wegen 4 gelben Karten. Ja, aber das ist so ein, die Medienlandschaft bauscht das dann halt total auf. Ich weiß noch, als Armin Fee mal in Frankfurt irgendwie die halbe Mannschaft gefühlt geschont hat und gesagt, in München holen wir eh nichts. Dann haben sie auch 6-0 verloren. Da sagst du dann auch so, ja, okay, mit welcher Einstellung schickst du denn deine Leute auf den Platz? Ja. Bei Bülter wäre es dann halt genau so gewesen. Nils hat es angesprochen, er war der beste Spieler in den vergangenen Wochen. Und gut, klar, wenn es 0-6 ausgeht, kann man natürlich sagen, musst den draußen lassen, du brauchst Bülter gegen Frankfurt. Aber ansonsten fragst du dich, okay, warum versuchst du nicht mit deinem besten Spieler wenigstens einen Punkt zu holen? Weißt du, was ich gemacht hätte? Nee. Ich hätte dem gesagt, er soll sich in der 95. Minute im Spiel vor den Bayern die 5. Gelbe holen. Weil es ist ja so. Das wäre gegen welchen Gegner gewesen? Vergangene Woche wäre das gewesen. Gegen Mainz, ja. hätte auf den Zaun klettern sollen, gegen Mainz. Ja, exakt. Irgendwas, Trikot ausziehen oder. Ja, Trikot ausziehen, irgendwas. Ich glaube, in dem Moment. Das wäre schon so Mourinho-mäßige. Ja, und ist Mourinho auch clever gewesen, oder nicht, wenn du so damit deinen Verein in der Liga hältst? Du hast ja gerade das 3-2 gegen Mainz. Du eskalierst völlig, da denkst du nicht daran. Okay, ja, jetzt muss ich doch irgendwie die Gelbe holen. Ja, das meine ich, Mourinho würde genau an sowas denken. Da bin ich voll bei dir. Weil, Mourinho spielt ja nicht gegen Abstieg. Na, exakt deswegen, weil er an sowas deswegen denkt. Deswegen? Das kommen immer wieder Geschichten. Das kommen immer wieder Geschichten, auch von Ex-Spielern und so weiter, die genau solche Kleinigkeiten bei schildern, die Mourinho denen mitgegeben hat. Und wenn er in dem Moment sich das Trikot auszieht, holt sich die 5. gelbe Karte, dann ist er gegen die Bayern gesperrt. Aber pass auf, lass mich doch mal zu Ende reden, bitte. Es geht ja nicht nur um das Spiel gegen Frankfurt. Es geht darum, dass die gelben Karten in die Relegation, soweit ich weiß, mit übernommen werden. So, und wenn du dann am letzten Spieltag die gelbe Karte kriegst und spielst vielleicht dann Relegation und fehlst dann in diesem wichtigen Spiel, das ist ja noch schlimmer. Und dann, ich weiß, es ist viel verlangt und die meisten sagen wahrscheinlich auch zu Recht, ja, aber trotzdem, der Unterschied, smart gewesen. Der Unterschied ist aber doch letztlich, dass Mourinho das in Situationen
gemacht hat, wo es dann um nichts mehr ging für ihn. Das ist das berühmte Beispiel, immer letztes Spiel, vorletztes Spiel Champions League Gruppenphase oder sowas. Oder dann, wenn sie das Hinspiel in der Champions League Achtelfinale schon 3-0 geführt haben und dann klar war, dann hat das noch den Spieler mitgegeben. Aber das jetzt den Spielern dann quasi in diesem vor diesem wichtigen Spiel gegen Mainz mitzugeben oder auch mittendrin mitzugeben, wo es halt wirklich um alles ging, was halt so ein wahnsinniges Spiel ist, ist ja, glaube ich, dann völlig der falsche Ansatz. Völlig falsche Anreiz. Und du musst natürlich auch sagen, wir sagen das jetzt so relativ locker, weil sie 0-6 verloren haben. Wenn wir gesehen haben, wie die Bayern gegen Hertha gespielt haben und Hertha ist aktuell einfach noch schlechter einzuschätzen als Schalke, dann hat Hertha gegen relativ einfallslose Bayern ja durchaus 70 Minuten lang die Chance gehabt, da einen Punkt zu holen. Also ne, die haben 70 Minuten mitspielen können. Und vielleicht ist man ja auf Schalker Seite ja auch mit dieser Einstellung reingegangen, okay, vielleicht ist da doch noch irgendwas zu holen. Dann setzt aber die anderen gelb vorbelastet nicht auf die Bank. Also ich bleib dabei, Trikot ausziehen beim Tor gegen Mainz. Probleme gelöst. Aber hey, das ist natürlich in der Tat sehr viel verlangt. Aber in der Kreisklasse hätte ich es damals gemacht. Kreisliga. Aber ich war auch nie vorbelastet, weil ich sehr fair gespielt habe. So, egal. Zurück zum Spiel. Schalke wird also abgefiedelt und die Bayern holen sich für die anstehende Aufgabe gegen Leipzig ordentlich Selbstbewusstsein. Das wir ja gerade auch attestiert, dass es in den ersten Minuten noch daran gemangelt haben könnte. Eben auch aufgrund der Situation, in der die Bayern jetzt schon seit Wochen sind. Das ist deswegen, glaube ich, ein ganz guter Push, den sie für dieses Spiel bekommen. Und sie bleiben deswegen auf dem ersten Tabellenplatz. Und Schalke bleibt auf dem Relegationsplatz mit eben einem jetzt arg beschädigten Torverhältnis, minus 34. Also das ist auch ein spannender Faktor, ne? Weil Bochum, die haben jetzt, glaube ich, plus 7 gut gemacht auf Schalke. Und das davor dachte ich mir so, okay, die Bochumer haben das deutlich schlechtere Torverhältnis. Und jetzt ist, glaube ich, minus 1 der Unterschied. Minus 35 bei Bochum, minus 34 Schalke. Ja, also das ist echt. Da habe ich wirklich close. An dem Punkt jetzt, als Augsburg noch das 3-2 gemacht hat, da habe ich gedacht so, oh, scheiße. Also jetzt aus Bochumer Sicht, weil das dieses eine Tor, das kann am Ende wirklich einen Unterschied machen. Auch dass Hoffenheim noch das 1-2 gemacht hat in Wolfsburg. Ich habe, wie gesagt, schon sehr viele Rechenspiele gemacht. Ich glaube, wir haben kurz geschrieben so. Theoretisch hätte Stuttgart vielleicht bei Unentschieden an den kommenden Spieltagen dann gegen Hoffenheim ein 2-0 gereicht. Mhm. Aktuell bräuchte Stuttgart dann aber ein 13-0. Das ist so eng. Ja. So, aber ihr seht schon, wir haben uns jetzt eine kleine Brücke gebaut von den Abstiegsrängen bis nach ganz oben zu den Bayern, die derzeit noch Tabellenführer sind. Und die haben wir ja jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Die spielen jetzt eben am kommenden Spieltag gegen Leipzig. Das ist sicherlich etwas, in das auch die Dortmunder eine Menge Hoffnung projizieren. Ich wage jetzt aber mal eine These, okay? John-These? Folgende These, von der ich glaube, dass sie genauso eintreten wird. Und vielleicht können wir um Kaffee wetten. Nein, jetzt kommt. Nein, pass auf. Folgendes wird passieren. Am nächsten Spieltag haben wir zum ersten Mal, glaube ich, seit langer Zeit 2019. Nicht alle Spiele um 15.30 Uhr am Samstag. Das war in der Vergangenheit ja immer so, dass 34. und 33. Spieltag aufgrund möglicher Wettbewerbsverzerrung eben zeitgleich stattfinden. Letztes Jahr gab es das schon. Letztes Jahr gab es auch schon, okay. Jetzt haben wir die Situation, dass am Freitagabend Freiburg gegen Wolfsburg spielt. Wenn Freiburg dieses Spiel nicht gewinnt, dann hat Leipzig am letzten Spieltag im Grunde genommen die Champions League sicher. Wenn Freiburg verliert, haben sie sie de facto sicher. Wenn Freiburg unentschieden spielt, haben sie aufgrund des Torverhältnisses im Prinzip die Champions League sicher, denn die liegen 13 Tore auseinander. Und das ist selbst bei einer hohen Niederlage der Leipziger gegen Bayern nicht aufzuholen. Bedeutet jetzt Folgendes. Freiburg gewinnt nicht gegen Wolfsburg. Leipzig ist vor dem Bayern-Spiel bereits für die Champions League qualifiziert. Leipzig spielt noch das Pokalfinale. Leipzig denkt sich in dem Moment, ach weißt du, wir sind eigentlich durch. Wir müssen hier nicht mehr All-In gehen. Wir müssen uns hier nicht die Knochen brechen. Das sind die 10%, die Leipzig fehlen. Und Bayern gewinnt dieses Spiel und wird dadurch Meister. Weil sie auch in Köln gewinnen. Ja, genau, ganz genau. Das ist jetzt viel, wer hätte, würde, könnte. Das wird so passieren. Ist, glaube ich, auch passt für mich nicht so ganz zu dem, was ich über Marco Rose weiß. Marco Rose wird sagen, wer jetzt in den letzten beiden Spielen nicht Vollgas gibt, der spielt nicht im Pokalfinale. Das ist, wäre sein Ding so. Und der hat auch gesagt, die Spieler haben mir 9 Punkte versprochen. Und wenn sie das nicht liefern. Ja, aber auch kein Interesse daran, dass Nkunku sich vom Finale verletzt. Oder Olmo. Stell dir den nicht auf. Musst du gegen Bayern auch nicht aufstellen. Noch Chelsea kann. Ja, aber das ist ja schon der Anfang. Ja, das ist ja schon der Anfang. Aber das glaube ich auch nicht, dass ich den nicht aufstellen. Bestätigt meine These. Aber viel interessanter ist doch das Freitagsspiel. Wenn Freiburg gewinnt, also wenn Freiburg gewinnt zu Hause gegen Wolfsburg, was ja auch nicht eher unwahrscheinlich ist, dann ist nämlich der Druck auf Leipzig groß. Dann wird diese Partie viel spannender, weil ich sehe das so wie Nils, wenn Freiburg verliert, könnte ich mir vorstellen, dass zumindest ein paar Prozentpunkte fehlen, egal was Rose dann vielleicht sagt oder so.
Aber wenn Freiburg gewinnt, dann muss Leipzig noch mal also alles geben gegen die Bayern, was wiederum dann Auswirkungen auf vielleicht die Tabellenspitze hat. Weil das ist so ein bisschen vielleicht die Chance, weil ich glaube, Bayern spielen am letzten Spieltag gegen Mainz. In Köln. Dortmund spielt, glaube ich, in Mainz. gegen Mainz, ja. Also das ist wäre für den Titelkampf wäre es geiler, wenn Freiburg gewinnt. Definitiv. Soll ich eine andere These aufstellen? Immer, du wirst aber natürlich nicht recht haben. Absolut. Chong-These. Chong. Kennt ihr noch? Guter. Hast du nicht vorher? Egal. Sind schon gebracht? Ja. Was? Ernsthaft? Dieter von These, was? Habe ich schon gebracht. Chong-These. Okay. Ja, gut. Ich bin manchmal nicht. Ja. Alles gut. Der FC Bayern gewinnt nicht gegen Leipzig. 1-1. Aber Dortmund verkackt's in Augsburg am Sonntag. Das spielt auch nur 2-2. Das ist crazy. Das ist komplett verrückt. Ist natürlich jetzt nach den vergangenen Leistungen der Dortmunder erstmal unwahrscheinlich, weil ich finde, die haben sich unfassbar gefangen. Also die sind, das waren Heimspiele. Ja, eben, da hast du recht. Deswegen, jetzt kommt gleich das Arbeit. Bochum, das letzte Auswärtsspiel war Bochum. Gut, da war auch der Stegemann-Elfer, aber. Dortmund hat 6 Auswärtsspiele in Folge nicht gewinnen können, wettbewerbsübergreifend. Und das waren halt nicht jetzt alles Chelsea. Klingt wie der HSV vor dem Regensburg-Spiel. Das ist im Februar der letzte Sieg auswärts. Das war nicht nur Chelsea, das war halt auch sowas wie Stuttgart und Bochum eben so. Und Augsburg, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, von den letzten 5 Spielen in Augsburg haben sie auch nur 2 gewinnen können. Aber das waren alles so Spiele, wo sie trotzdem unfassbar viele Chancen hatten. Da haben wir ja auch oft gesessen und gesagt, sie machen die Chancen nicht rein. Also es waren jetzt keine Spiele, wo Dortmund super schlecht dastand. Die sind schon in sehr, sehr guter Form. Genau, das wollte ich noch ergänzen, nämlich, dass Dortmund jetzt aber auch eine andere Form hat als dann von den Wochen davor. Das war noch, wo wir noch über Bayern-Spiel geredet haben und sowas. Und jetzt die vergangenen beiden Spiele, das war ja wirklich offensiv sensationell, was Dortmund angeboten hat. Ja. Also ich finde dieses, dass Adeyemi jetzt häufig über die linke Seite kommt, ist klasse. Der ist jetzt wieder super in Form. Dass sie auch die Pressinglinie ein bisschen zurückgezogen haben, dass sie da etwas tiefere Ballgewinne, damit sie das Tempo aufbauen und aufnehmen können, das ist auch klasse. Defensiv haben sie halt hinten mit Kobel einen Mann, der aktuell wirklich alles hält. Also nicht alles hält, aber der sehr viel hält, der einfach sehr gut in Form ist, der auch in diesen Phasen am Anfang, wo es nochmal hätte spannend werden können, wo ja auch Gladbach durchaus Chancen hatte, da hat er dann auch wieder alles weggeholt. Also das ist momentan sind da einige Spieler, gerade halt alles, was da vorne ist, ist halt herausragend in Form. Ja, lass uns mal ganz kurz dann auch die Chance nutzen, um über das aktuelle Spiel der Dortmunder zu sprechen. Die haben jetzt wieder für Furore gesorgt. Die haben 34 Torschüsse. 34 Torschüsse, also die haben richtig Bock, die sind on fire. Die haben eine Borussia aus Gladbach zu Gast gehabt, für die es jetzt einfach um nicht mehr so viel geht. Die wiederum gar keinen Bock hat. Es ist ja wirklich so, die im Prinzip so ein bisschen jetzt am letzten Spieltag davor irgendwie von den Fans, vom Unmut der Fans noch so ein bisschen zwangsgetrieben wurden. Aber ansonsten hat man das Gefühl, deren Saison ist bereits beendet. Es gibt Diskussionen über Daniel Farke, der offensichtlich durch Eugen Polanski ersetzt werden soll. Also auch da ist so ein bisschen die Luft raus und dementsprechend sind sie dann auch gegen Dortmunder untergegangen, die halt total on fire sind, die super in Form sind. Wir haben es die letzten Wochen auch immer wieder betont, dass dort einige Spieler jetzt pünktlich in Topform sind. Adeyemi ist in Topform. Ein Malen, wo ich immer noch wieder sagen kann, ich habe ihn bei Kickbase die ganze Saison durchgeschleppt, ich verkaufe ihn und auf einmal explodiert der Typ. Das ist einfach lächerlich. aber das Gute ist, ich habe vor der Saison gesagt, Durchstarter, diese Saison wird Malen. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, was für ein schlechter Tipp war das denn? Richtig versagt. Ja. Und jetzt kann ich sagen, hey, vielleicht gewinne ich sogar die Kategorie. Hab ich gesagt. Du hast Moani gesagt. Ja, Moani ist auch super. Ja, würde ich fast noch übermalen setzen. Er ist durchgestartet. Mehr als Lario. Ja, das kann man wirklich sagen. Also wirklich, diese Offensivreihe da mit Adeyemi, Malen, aber auch Haller. Haller ist so ein wichtiges Puzzlestück einfach, der da vorne Bälle hält, der da eben auch dann die Meter macht im Pressing, der im Strafraum 2 Gegner auf sich zieht und dann eben dadurch ermöglicht, dass Adeyemi und Malen ihre geilen Aktionen machen können. Ich glaube, das ist noch so ein unfassbar wichtiges Puzzlestück. Ja. Weil du das gerade auch angesprochen hast, ich habe, glaube ich, eine Statistik gehört oder gelesen. Erste 16 Spieltage, Haller, Adeyemi und Malen zusammen 0 Tore. Den ersten 16 Spieltag. Klar, Alea ist logisch, dass der nicht getroffen hat, aber come on, also das ist schon Wahnsinn. Ja. Aus heutiger Perspektive. Ja, aber ich finde das eigentlich bei Dortmund eigentlich auch immer ganz cool bei den Transfers. Sie holen halt auch Spieler, die ein enormes Potenzial haben. Und das dauert halt vielleicht auch mal eine halbe Saison. Was denn? Warum lachst du?
Aber weil du hier Adeyemi mal richtig vernichtet hast. Ich hasse Adeyemi, aber man kann ja jemanden als Person scheiße finden und trotzdem anerkennen, dass er ein guter Kicker ist. Ja, ich weiß nicht, ob es die Person war, seine sportlichen. Aber war Malen denn auch ein Sommertransfer oder ist es nicht in seine zweite Saison? Schon in der zweiten Saison. Genau, der schon aber mir ist natürlich auch nicht entgangen, dass Adeyemi eines der verheißungsvollsten Stürmertalente ist. Das weiß ich natürlich. Der hat es ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er explodiert ist, nicht gezeigt. Dazu kam die gewisse Unsympathie, aber ich glaube schon, dass das eben so einer ist, den man kauft bei Dortmund, weil man sich erhofft, dass er diese Leistungsexplosion irgendwann hat, genauso wie bei Malen. Und das finde ich eigentlich bei Dortmund seit jeher spannend, dass die immer so, sie holen so diese 20 bis 40 Millionen Spieler, noch nicht diese Bayern-Kategorie, wo du sagst, wir holen diesen 80 Millionen schon fertig verpackten Superstar, der direkt eingewechselt wird und drei Tore vorbereitet, sondern eher so einer, der noch vielleicht eine halbe Saison oder Saison braucht. Frage. Das finde ich halt schon immer ganz, ganz geil bei Dortmund. Frage an dich einfach auch, weil du ja so eine angeblich so eine persönliche Abneigung hast. Wenn du jetzt die Wahl hättest, im Sommer fix Adeyemi oder Omar Marmoush zu holen. Für welchen Spieler würdest du dich entscheiden? Ich glaube, dass Adeyemi nicht vermittelbar wäre nach Frankfurt. Glaubst du? Ja. Der ist sehr verhasst in Frankfurt. Warum? Diese Elfmeterszene. Diese Elfmeterszene. Ja. Halt, also, okay, aber dieser Frankfurter neben so. Der hat doch ein, zwei Schwalben noch gemacht zuletzt. Also ja, aber das ist ja nicht gegen Frankfurt gewesen, aber dann aus dieser einen Situation. Dann hat er halt noch so ein freches Interview gegeben und so. Ich sag ja nur. Ich meine. Es ist. Also, du würdest wirklich eher Omar Marmoush nehmen, der sich schon seinen Abschied aus Wolfsburg. Ja, spielerisch. Ich glaube, Marmoush ist auch ein schwieriger Typ. Und der kann keine Threats. Wir wollen. Verdattelt auf Twitter, egal. Guckt's nach. Der kann keine Threats. Wovon redest du gerade? Lass das mal einmal kurz einordnen. Omar Marmoush hat auf Twitter gestern bekannt gegeben, dass er definitiv den VfL Wolfsburg verlässt und hat das in einem etwas kuriosen Thread, den er nicht hinbekommen hat, auf Twitter bekannt gegeben. Guckt's euch an. Ah, okay, gut. Das kann man dann jetzt nochmal nachschauen. Das ist jetzt auch eine sehr theoretische Diskussion, weil Adeyemi nichts gegen die Eintracht. Der ist momentan, hat keinen Grund. Ich bin Nummer 2 in Deutschland. Adeyemi nicht bei uns spielt. Nein. Genau. Weil er hätte ich gern zurück. Dortmund ist halt offensiv momentan so geil, dass du die Defensivprobleme gar nicht siehst. Also sie haben ja jetzt auch wieder, sie haben jetzt 34 Schüsse gehabt, ich glaube 15 Torschüsse oder sowas, aber sie haben auch 8 zugelassen, was auch ein echt krass hoher Wert ist, was aber dann relativ egal ist, wenn du 4-0 führst und dann drei Gänge zurückschalten kannst. Aber da bin ich jetzt gespannt gegen Augsburg, weil das wird ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, Augsburg wird einen Teufel tun, dass die Dortmund in irgendeiner Weise Tempo auf den Rasen bringen lassen, sondern die werden halt jeden mit Fouls und mit Knicklichkeiten und mit Tiefstehen im dieses Tempo abwürgen. Da bin ich mal gespannt, wie Dortmund da sich da anstellt. Aber es kann natürlich auch ein wichtiger Schritt sein auf dem Weg zur Meisterschaft. Und selbst wenn sie nicht Meister werden dieses Jahr, haben sie ein sehr gutes Fundament, muss man ja auch sagen. Selbst wenn Bellingham jetzt noch weggeht, den ich aktuell gar nicht mehr so wichtig finde, ist halt so eine wichtige Persönlichkeit, klar, aber der hat, finde ich, gar nicht diese Riesenform, wie er noch in der Hinrunde hatte. Da sind jetzt andere, die halt einfach reinwachsen. Wenn du da jetzt einen Skiri zum Beispiel reinsetzt, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Mhm. Also Dortmund was muss selbst. Skiri wechselt zum BVB? Ist noch nicht fix, oder? Nicht fix, nee. Aber könnte ich mir vorstellen, habe ich gesagt. Ja, wird jetzt auch mit Leipzig gerade in Verbindung gebracht. Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Mannschaft, wenn sie jetzt so weiter performt, im kommenden Jahr noch eine großartige Rolle spielt, selbst wenn sie nicht Meister wird. Man muss ja, glaube ich, das loben, was sie aktuell leisten. Wir müssen ja trotzdem immer vorsichtig sein, weil wir sind ja bei Dortmund auch oft immer, ich weiß nicht, als sie diesen einen Sommer Julian Brandt geholt haben und Nico Schulz und so, sind wir immer mit sehr viel Vorschusslorbeeren irgendwie reingegangen und dann haben sie es doch irgendwie verdattelt. Aber ich fand auch, defensiv, weil du es gerade angesprochen hast, es gab in der ersten Halbzeit gegen Gladbach so viele Situationen, wo Gladbach über links so viel Platz hatte, weil Wolf einfach so krass weit aufgerückt war. Dortmund hatte das ähnliche Problem schon vor ein paar Wochen auf der linken Seite. Da war halt Guerrero irgendwie sehr weit vorne. Und da haben sie jetzt mit Rajasson eben einen etwas defensiveren Part gewählt. Aber da hast du eben auch gemerkt, und jetzt vielleicht noch mal, ich weiß, ich habe die Gladbacher seit ein paar Wochen gefressen, aber wie wenig da in der ersten Halbzeit auch von Gladbach kam, von einer Mannschaft, die eigentlich zu Saisonbeginn schon mit der Ambition reingestartet ist, wir wollen international möglicherweise mal wieder spielen. Das ist wie das dritte Jahr jetzt, wo Gladbach die Saison irgendwie komplett verhunzt. Der Trainer steht zur Debatte, bis auf so Ausreißersiege zu Hause gegen Leipzig und Bayern ist da irgendwie nicht viel drin geblieben. Es gibt einen Haufen Spieler, die gehen. Stindl geht nach Karlsruhe, Benzebaini, was weiß ich, zu Dortmund, Benfica, I don't know. Ja, das ist einfach richtig enttäuschend. Und da möchte ich auch noch mal kurz vielleicht eine kleine Lanze brechen für den 1. FC Köln an der Stelle, weil ich finde, Köln und Gladbach sind von der Art und Weise, wie die Saison ablief, relativ zu vergleichen. Und Köln hatte auch, Moment nur kurz, also sie hatten so eine Phase,
wo die Kölner, wo sie richtig, richtig schlecht waren. Ne? Also wo auch, ich glaube, es war um Karneval tatsächlich rum, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht, aber da haben sie Spiele teilweise wirklich hergeschenkt. Und das war die, wo sie ganz lange kein Tor geschossen haben. Genau, genau. So. Und dann hat aber Steffen Baumgart es geschafft, diese Mannschaft eben noch mal, was weiß ich, bei der Ehre zu packen oder ihr einfach noch mal zu vermitteln, hey, es geht hier noch um was für uns und wir wollen noch nicht in den Abstiegskampf rutschen. Und bei Gladbach, und ich weiß das deshalb, weil Gladbach im Februar, glaube ich, war es, in Berlin gespielt hat und 1-4 verloren hat gegen Berlin. Gegen Hertha BSC hat 4-1 gewonnen. Muss man sich mal auch vor Augen führen. Und da war Gladbach schon von der Einstellung einfach überhaupt nicht auf dem Platz. Das war eine absolute Nichtleistung. Und das zieht sich halt seitdem durch. Du hast zwischendurch, glaube ich, einen Heimsieg gegen den FC Bayern gehabt. Und sonst, klar, dieses Bochum-Spiel, aber Bochum auswärts, wie gesagt. Und das ist einfach unfassbar enttäuschend. Also, ganz im Ernst. Ja. Würde mich wirklich nicht wundern, wenn die Verantwortlichen dann auch sagen, okay, wir müssen was machen. Klar, Umbruch im Kader, kann man Farke jetzt vielleicht auch nicht alles irgendwie auf die Fahne schreiben, aber da muss irgendwas. Wollen, der Kader wird schlechter werden. Er wird das ist das Ding nochmal. Der hat ja noch eigentlich einen guten Kader zur Verfügung, aber der wird schlechter werden. Ja, absolut. Also gehe ich voll mit. Gladbach ist eine Enttäuschung, da ist kein Aufbau, keine Identität so wirklich zu sehen. Man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Man hat das Gefühl, da wird irgendwie so ein Umbruch verwaltet, aber alles ist so ein bisschen lustlos. Da würde ich als Gladbacher Fan auch wirklich ein zu viel kriegen, weil man auch das Gefühl hat, dass man eine sich hart erarbeitete Ausgangssituation so ein bisschen verwässert und davon schwimmen lässt, weil Gladbach ja auch sich über Jahre dort oben festgesetzt hatte, war auch ab und zu mal in der Champions League dabei und lässt jetzt einfach so fast schon ohne Gegenwehr abreißen. So wirkt es von außen. Ne? Das hat natürlich sicherlich alles Gründe und es ist erklärbar und Max Eberl und Geld und Pandemie und fehlende Transfereinnahmen durch die Verkäufe, die in der Pandemie nicht abgewickelt werden konnten und so weiter und so fort. Das kann man sich ja alles irgendwie auch erklären. Ich sag nur, wie es irgendwie derzeit so ein bisschen wirkt. Und jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit der Parallele zu Köln. Weil ich habe nämlich auch gedacht, okay, das Köln hat ja irgendwie auch eine andere Ausgangssituation, aus der sie sportlich kommen. Sie haben international gespielt, hatten eine Doppelbelastung und so weiter. Aber du meintest diese Delle als Köln auch schon raus war aus dem internationalen Wettbewerb und sie haben es eben doch noch mal geschafft, eine Motivation für sich zu finden und die Saison vernünftig zu Ende zu spielen. Da bin ich bei dir. Ja. Sie haben aber vielleicht auch im Gegensatz zu Gladbach noch mal so eine Drucksituation gehabt, dass es auch tabellarisch eng wurde für Köln. Ja. Und da hat Gladbach eigentlich immer relativ viel Polster gehabt. Da mussten sie nicht unbedingt. Und vielleicht hat eben Köln da noch mal sich zusammengerauft und gesagt, komm, wir müssen jetzt noch mal zur alter Stärke finden, mit der Energie aus diesen fehlenden englischen Wochen dann vielleicht auch ausgestattet. Aber da bin ich beide, die haben eine ganz andere Intensität. Ja. Ja, und das Kuriose ist aber trotzdem auf Gladbacher Seite wiederum, dass ich das Gefühl habe, dass sie die Saison für beendet erklärt haben, also mit der Art und Weise, wie sie spielen, zu einem Zeitpunkt, wo es noch lange nicht durch war. Also wenn man nur guckt, welche Negativserie Eintracht Frankfurt gestartet hat, hätte Gladbach möglicherweise auch noch die Frankfurter kriegen können, wenn sie sich ein bisschen mehr angestrengt hätten. Und ja, klar, jetzt ist vorbei und ist vielleicht auch schon seit 2 Wochen vorbei, aber Mitte Februar dann so aufzutreten in Berlin, I'm sorry, das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Ganz genau, also die eine Borussia im Höhenflug und die andere Borussia eher so im langweiligen Gleitflug zwischen den Sphären. Ich habe aber sehr stark das Gefühl, dass wir kommende Woche sehr viel über das Titelrennen reden werden. Das ist, glaube ich, jetzt möglicherweise am 33. Spieltag. Ja, aber das ist, glaube ich, das, wo es sich entscheidet jetzt. Weil das beide am Ende, letzten Spieltag, glaube ich nicht, dass Bayern in Köln stolpert. Oh, glaubst du nicht? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Dortmund zu Hause. Dortmund zu Hause gegen Mainz, glaube ich, das machen sie dann. Aber ob Bayern in Köln, ob das so sicher ist? Baumgart hat richtig Bock drauf. Aber er kann nicht selber kicken. Aber es ist das letzte Spiel für Jonas Hector, es ist das letzte Heimspiel. So. Ich sage nicht, dass sie das nicht können, aber Bayern ist ja nochmal eine Qualität und die haben sie jetzt ja auch entdeckt gerade momentan, diese Qualität. Ja, aber in Bremen, also gut, klar, das war okay, das Spiel. War nicht gut. Jetzt, gegen Schalke war es sehr gut, muss man sagen. Aber auch da auswärts zu Hause, ich glaube, da ist bei den Bayern halt trotzdem auch. Warten wir mal ab. Aber ich gehe auch mit dir. Aber das ist jetzt trotzdem, Leipzig zu Hause ist der größte Stolperstein, den Bayern noch haben und das Auswärtsspiel ist das größte Stolperstein in Dortmund noch haben. Ja. So, und da muss man hoffen, dass drum. Für die Liga, dass Leipzig da sich nochmal zusammenrauft und dass Freiburg sein Spiel gegen Wolfsburg gewinnt, damit es auch irgendwie noch ein bisschen was zu verlieren gibt für Leipzig. So, wir machen eine klitzekleine Pause. Okay. Wir sind gleich wieder da. Spar dir deinen Gedanken, heb ihn dir auf, konservier ihn. Und wir sind gleich zurück und dann bin ich sehr gespannt, was Noah sich gerade überlegt hat. Wir wollen es alle wissen. Hey Valentin, ne? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein.
Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga und ein Gedanke, den wir jetzt hören wollen von dir, Noah. Also viele Zuschauenden von dieser Sendung, die wollen ja immer wissen, wer wird denn deutscher Meister? Mhm. Ja, und bei euch ist es ja so, ihr seid da immer so ein bisschen vorsichtig, was Prognosen angeht. Ja. Also ihr habt jetzt, keiner von euch hat bislang gesagt, was er denkt, wer Meister wird. Deswegen wollte ich das einfach mal fragen, ganz offen in die Runde. So wie, was ein Abstieg mit euch vom VfB mit euch machen würde, was ihr denkt, wer deutscher Meister wird. Aber wir haben das tatsächlich prognostiziert. Tatsächlich? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es einblenden können, aber wir haben alle. Habt ihr schon mal über Meistertipps geredet in dieser Saison? Nee, ich glaube bislang sehe ich noch gar nicht. Von daher ist ein guter Gedanke. Wir können mal eine ganz schnelle Runde machen, einfach nur um das den Namen sagen. Wer wird Meister? Schwierig. Da ist jetzt auch unerwartet die Frage und auch die Konstellation. Ich würde gerne Dortmund sagen, aber es wären die Bayern. Okay. Du? Freiburg. Du stellst die Frage und torpedierst sie dann. Ich sage Borussia Dortmund. Ich sage ehrlich, ich wünsche mir mal Dortmund. Ich gönne es Dortmund, aber ich befürchte, es wird die Bayern wieder treffen als Meister. Bayern werden Meister, sage ich auch. Was kriege ich, wenn ich jetzt richtig liege? Nix. Dann kriegst du die mal. Ehre. Du kannst doch nicht einfach sorry. Gut, also, das war der Gedanke, den du noch hattest. Ja. Okay, also, es bleibt in jedem Fall spannend, was den Meisterschaftskampf angeht. Spannend ist es auch, was das dort im Hof ist, was da so knallt. Aber ich glaube, ihr hört es vielleicht nicht. Ich glaube, es ist nur ein Raubüberfall. War nur ein Raubüberfall, nichts, was hier nicht täglich passieren würde. Eine Überleitung jetzt bilden zu. Ja, finde ich, was auch ein Raubüberfall ist, ist, dass Freiburg im Prinzip die Champions League aus den Händen gerissen wird, obwohl sie sich ihrer schon recht sicher wähnen konnten, die in den letzten Wochen die entscheidenden Spiele jeweils nicht für sich entscheiden konnten. Sowohl gegen Union als auch gegen Leipzig haben sie die direkten Duelle verloren, was dazu führt, dass Union jetzt mit 59 Punkten und dem besseren Torverhältnis 3 Punkte vor Freiburg ist und die Champions League im Prinzip sicher hat. Boah. Und da können wir jetzt die ganze Zeit über die Bundesliga sprechen. Das ist für mich die größte Sensation, dass Union Berlin aller Wahrscheinlichkeit nach die Champions League. Das ist unfassbar. Ich weiß noch, ich erzähle es nicht zum ersten Mal, aber ich weiß noch, wie ich in der Aufstiegssaison im Stadion war, beim HSV, als sie gegen Union gespielt haben. Und Union war wirklich nicht gut. Das Hinspiel, ne? Das Rückspiel haben. Nee, das war das Rückspiel, glaube ich sogar. Ich glaube, es war, oder was das Hinspiel? Jedenfalls, es war irgend so ein 2:2 oder so, wo Union auch noch echt mit gut bedient war. Und dann sind sie in dem Jahr ja auch in der Relegation erst aufgestiegen. So. Wen eigentlich? Ne? Das weiß niemand mehr genau. So, und dann gehen die in so eine Erfolgsstory und die hat, findet ihr vorläufiges Ende aller Voraussicht nach mit der Champions League Qualifikation. Union Berlin in der Champions League. Das ist unfassbar. Und das ist eine Mannschaft, wo nicht jetzt irgendjemand 400 Millionen reingepumpt hat. Mich würde mal interessieren, was hat so eine Champions League für Auswirkungen auf den Verein, für Union? Also klar, sie kriegen jetzt mehr Geld, musst natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil du hast in der Regel noch nicht einen Champions League Kader, hast nächste Saison Dreifachbelastung, Gehaltsniveau, also diese klassischen Fragen, wenn so ein Verein, Champions League spielt, der eigentlich nicht dahin gehört. Ist ja so ein bisschen die Frage, was genau macht der Verein? Wird er jetzt versuchen, einen Champions League Kader, der fähig ist, der Konkurrent zu sein? Oder wird man die Kohle nehmen und sagen, wir holen ein paar Talente, wir wollen, dass wir in Zukunft, es macht uns nichts aus, wenn wir nächste Saison nicht mehr Champions League spielen, aber wir wollen jetzt ein Fundament bauen, damit wir immer im oberen Drittel angreifen können oder so. Was denkt ihr, was das so für mit Union macht? Das Gute, was die Union hat, ist, dass sie schon mal einen breiten Kader haben. Also die haben jetzt 2 Jahre hintereinander Europa gespielt, der Kader ist breit, also es ist nicht so, dass die jetzt nur eine erste Elf haben und dahinter kommt dann nichts mehr, sondern du kannst auch einen Jordan bringen von der Bank dann, du kannst einen Leiduni von der Bank bringen, das ist schon mal was wert und du kannst natürlich auch jetzt mal auch weiterhin mit dem Kurs, den du hast, aber da vielleicht nochmal ein paar Spieler, die bei anderen Vereinen jetzt nicht mehr so gefragt sind, aus einem höheren Regal holen. Serginho Dest wird genannt, Isco war im Winter, ja, das sind ja schon Namen, die immer von, die holen den jetzt einfach. Nee, aber
aber das sind ja Namen, die hätte man ja vor einem Jahr nicht mit, unbedingt mit Union Berlin bei einem Respekt. Du darfst auch nicht vergessen, Union ist jetzt auch nicht auf Rosen gebettet. Also die freuen sich auch über das Geld. Also wir reden immer über Hertha, weil die natürlich das abschreckende Beispiel sind in der Hauptstadt. Aber ich glaube, Union ist eine, ich weiß nicht, ob der einzige oder einer von sehr wenigen, die negatives Eigenkapital haben, die auch im Stadion noch was machen müssten, die auch in der Pandemie sehr viel verloren haben, die ja auch von der UEFA gerade auf den Rüffel bekommen haben wegen Financial Fairplay, weil die zu viele Schulden gemacht haben jetzt. Und wenn das ist dann, glaube ich, Geld, das da auch ganz gelegen kommt. Ich glaube, die werden jetzt gar nicht alles auf den Kopf hauen. Man muss aber da auch zumindest sagen, ich weiß, klar, höchsten Respekt vor der Leistung von Union Berlin, aber wenn du auf den Kaderwert guckst, sind die jetzt auch nicht irgendwie 17. oder 18. Also die haben sich mittlerweile sukzessive über die auch gute Arbeit da irgendwie, glaube ich, einen Kaderwert von Platz 11 oder so erspielt mittlerweile. Die haben dazu nur ganz kurz, der Spielerwert steigt mit den Erfolgen. Weil der wird ja immer wieder neu bewertet. Genau. Und man muss ja auch schauen, zu welchem Marktwert habe ich den Spieler verpflichtet. Wenn dann durch den Erfolg der Marktwert des Spielers steigt, kann man natürlich nicht sagen, ja, cool, schau mal. Das stimmt, aber ich meine jetzt als Beispiel nur so einen Juranovic, den die haben natürlich für Rajas schon ein bisschen Kohle bekommen, glaube ich zumindest. Ne? Ja, Ausstiegsklausel. Ja. Genau, aber so einen Spieler hätten die ja vor 3 Jahren auch definitiv nicht holen können. So, und, ja, sie haben Avoni, haben sie richtig viel gekriegt. Genau, im Sommer noch. Und ich glaube, Union hat ja auch ein Investor zumindest im Hintergrund, der so ein bisschen an den TV-Einnahmen auch noch beteiligt ist. Das wir haben halt wie viele Bundesligisten alles verpfändet, was man nur verpfänden kann. Ja, genau. So, aber die Anzeigetafel ist noch klassisch. Ja, ja. Wird schön reingeschoben. Ja. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich sehe es auch so wie Tobi. Diese Rotation, die hat bei Union eigentlich immer funktioniert. Im ersten Jahr haben sie Conference League gespielt, sind dann nicht über die Gruppenphase hinausgekommen. Jetzt Europa League haben sie es sogar geschafft, haben Ajax Amsterdam rausgeschmissen. Es ist ja eigentlich schon ein Champions League-Gegner, wenn man das so sehen möchte. Und ich glaube auch, dass sie eben so peu à peu ein bisschen anpassen werden, jetzt da keine verrückten Dinge machen werden, aber auch mit diesem Rotationskurs weiterfahren müssen. Ich glaube, es wird halt elementar sein, dass Urs Fischer bleibt. Der übrigens, habe ich nachgeguckt, Champions League-Erfahrung hat. Der hat 2016/17 6 Spiele mit dem FC Basel gemacht, keins davon aber gewonnen. Heißt, der erste Champions League-Sieg dann mit Union wäre für ihn wahrscheinlich auch was Schönes, falls er bleibt. Ich gehe jetzt mal davon aus. Es wird ultra spannend. Und eine Sache, die finde ich wirklich eine wichtige Frage, weil es passen 22.000 in dieses Stadion rein. Natürlich gibt es jetzt UEFA-Statuten. Es gibt, glaube ich, dieses Pilotprojekt mit den Zuschauern, das, glaube ich, im Sommer aber ausläuft, sodass nicht 100% klar ist, ob Union überhaupt an der alten Försterei spielen darf. Wenn du aber jetzt die Chance hast, sagen wir mal, Real Madrid wird zugelost, Union wird in Lostopf 4 sein, sie könnten Real Madrid bekommen. Du hast die Möglichkeit, also viele Mitglieder, ich glaube, es sind aktuell so 50.000, 60.000, du hast die Möglichkeit, im Olympiastadion 80.000. Ja, Moment, du kannst es eigentlich nicht machen, aber du hast die Möglichkeit, das so vielen Fans zu ermöglichen und dann das Stadion gegen Real Madrid, würdest du sagen, nein? Wenn du Champions League spielst gegen Real Madrid, willst du das an der alten Försterei haben? Grundsätzlich bei dir, aber Geschichtsbücher, da würde ich als Fan sagen, fuck it, ey. In Frankfurt passen 60.000 rein fast. Ja, aber dann ist es halt so. Aber das ist unser Tempel, da gehen wir hin. Und dann auch noch bei Hertha BSC im Stadion, das Spiel gegen Real, dann würde ich lieber sagen, ich guck's im Fernsehen oder gehe irgendwo Public Viewing. Nur weil sie haben ja Conference League schon dort auch gespielt und haben das dann so ein bisschen zu ihrem Stadion gemacht. Also ich würde euch hier nicht abwürgen. Aber ich werde dich abwürgen. Ich werde dich trotzdem abwürgen, weil Urs Fischer, der uns ja jede Woche zuschaut, der wird wahrscheinlich gerade hier mit den Fußnägeln kahlen, weil wir hier das Fell des Bären verteilen, bevor es überhaupt der Bär überhaupt gelegt ist. Die müssen erst noch in die Champions League reinkommen. Also jetzt mal ganz, ganz ruhig. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ganz ruhig. Sehr, sehr gute Ausgangslage. Besseres Torverhältnis als Freiburg. 3 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Ja, 3 Punkte sind es. Auswärts Hoffenheim, zu Hause Bremen. Ja, das sind aber eher so Gegner, die ihnen dann nicht so liegen. So Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte, wo dann auch der Ballbesitz von ihnen nicht gerade bei 34% ist wie am Wochenende. Und das war jetzt auch natürlich ein Spiel, was mit dem frühen 1-0 und einer Freiburger Mannschaft, die eine ganz miserable Konterabsicherung und auch gerade Kopfball-Zweikampfverhalten in der eigenen Hälfte hatte, das hat das Spiel, das Union so brutal in die Karten gespielt hat, weil sie halt eben dann sehr viele lange Bälle auf Bären spielen konnte, der hat gefühlt jeden Ball festgemacht und dann Becker, den ich jetzt durch die gesamte Rückrunde bei Kickbase geschliffen habe, hat nämlich lange keine Punkte gebracht. Umso froher bin ich, dass er jetzt nochmal so eine Leistung da auspackt, weil der hat wirklich die Gegenspieler da stehen lassen und die Freiburger. Bei Kickbase im ganzen Spieltag. Ja.
Ja, der hat auch zwei Assists und zwei Tore, also an allen vier Treffern direkt beteiligt. War eine sehr, sehr starke Leistung. Und die haben halt wirklich Freiburg ganz klassisch ausgekontert. Haben jetzt gar nicht so 100 Torchancen gehabt, die Union. Das ist, kennt man ja von Union. Aber haben dann, wenn sie dann vors Tor gekommen sind, eben diese Kaltschnäuzigkeit, auch diese Chancenqualität gehabt. Und da hast du auch richtig gemerkt, dass die Intensität, die Union hat, die kann Freiburg jetzt in dieser Rückrunde nicht mehr matchen. Das ist der große Unterschied, finde ich, zwischen beiden Vereinen, dass Union wirklich vom ersten bis zum jetzt zum 32. Spieltag eine Intensität auf den Platz bekommt, die jeden Gegner runterzieht. Und Freiburg hat das nicht mehr in der Rückrunde geschafft. Freiburg hat dann immer gute Ergebnisse erzielt, hatten einige Ausreißer, haben auch eine gute Antwort in der zweiten Halbzeit gegeben, eben weil sie dann wieder spielerisch auch gekommen sind, auch über die Standards dann sehr stark gekommen sind. Aber halt diese Intensität, die Union eben in jedem Zweikampf und aber auch in jedem Konter reinbringt, die hat Freiburg nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Langer Ball, Standard, Torwartpatzer waren so mit der drei Faktoren, die zu den drei Toren geführt haben. Und vielleicht noch zu Freiburg. Im DFB-Pokal-Halbfinale, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen gedacht haben, okay, zu Hause, Abend, Flutlicht, können die gegen Leipzig irgendetwas machen. Da sind die da ja schon richtig untergegangen. Und da hast du auch gesehen, dass die Abstände irgendwie viel zu weit waren. Klar, Leipzig hat auch geil kombiniert, aber jetzt hast du auch gesehen, die aktuelle Freiburger Verfassung ist echt nicht gut. Abstände waren viel zu weit in der Defensive. Dann rutscht, glaube ich, Sidia vor dem 0-1 auch noch blöd aus. Also klar, sie haben noch mal in die zweite Luft bekommen in der ersten Halbzeit, aber du merkst einfach, das ist aktuell, reicht das halt dann auch nicht für die Champions League. Und ich würde jetzt einen Spieler hervorheben, Robin Knoche mit zwei Assists. Und auch beim, das war das 2-0, glaube ich, das er vorbereitet hat, wo er auch in einer sehr weit vorgezogenen Position ist, was ja auch so ein typisches Union-Ding ist, dass er als zentraler Innenverteidiger immer wieder nach vorne aufrückt, das Mittelfeld dann bestückt und da dann aushilft. Und das war dann so eine Situation, die mich sehr gefreut hat, dass die mal hingehauen hat, dass er da eben dann diesen Pass spielt auf Becker, war es, glaube ich. Das war ein Doppelpass, glaube ich. Das war ein Doppelpass. Ja. Aber das hat mich sehr gefreut für ihn, weil er für mich immer sinnbildlich steht für den Union-Weg. Ein Spieler, der in Wolfsburg immer unterm Radar gelaufen ist, der sich da halt nicht gewertschätzt gefühlt hat, der dann völlig überraschend zur Union gegangen ist und seitdem wirklich jedes Spiel spielt. Also der spielt ja wirklich jedes Spiel und bringt jedes Spiel seine Leistung. Jetzt gar nicht mit diesen großen Ausstiegen nach oben oder unten, sodass bei dem der auch gar nicht jetzt weiter auffällt, gar nicht jetzt irgendwie in Nationalmannschaft. Aber vor der WM wurde der kurz sogar kurz, mal reingeworfen. Genau, ne? Ja, wurde kurz so angesprochen, genau. Ja, aber es ist jetzt niemand, wo jetzt dann ein großer Aufschrei kommt, wenn der nicht nominiert wird. Aber er halt trotzdem Woche für Woche die Leistung bringt, in diesem System funktioniert, auch dieses System seine Stärken zum Vorschein bringt, ist so ein Spieler, der für mich sinnbildlich steht für diesen Union-Weg. Ja, absolut. Ja, und man muss eben sagen, sie haben in diesem wichtigen Spiel abgeliefert, ne? Wo es um alles ging und haben den direkten Konkurrenten in die Schranken gewiesen. Und das zeigt eben auch, dass sie da sind und Bock haben und an ihre Chance glauben. Und ich glaube, jeder einzelne Spieler bei Union träumt von dieser Champions League. Und es heißt, in jedem Spiel das zu erreichen, das wäre die absolute Krönung. Und trotzdem sehe ich noch in meinem Hinterkopf so ein bisschen, ja, Hoffenheim vielleicht, die sind, glaube ich, nicht defensiv stark genug. Aber wenn halt so jetzt gegen Hoffenheim und gegen Werder, wenn sie in beiden Spielen 60% Ballbesitz haben, dann ein blödes 0-1 fangen, sehe ich da noch zumindest eine 10%ige Chance, dass das noch irgendwie schiefläuft. Aber ich, ja, weil nur natürlich ganz kann gering. Es schieflaufen. Das wäre jetzt auch also wenn jetzt die Konstellation irgendwie anders wäre, dann würde man sagen, man kann auch sagen, Freiburg hat natürlich noch Chancen auf die Champions League. Ja. So, das sind nur drei Punkte. Also wenn halt beides gewinnen. Freiburg eine Niederlage, ein Unentschieden für Union. Freiburg gewinnt beides. Bam, sind sie in der Champions League. Auch das. Ja. Und aber wenn das passieren sollte, liebe Freiburger, wenn das passieren sollte, dann werden wir natürlich die gleichen Lobeshymnen auf den SC Freiburg halten, weil das natürlich ähnlich sensationell wäre. Für mich ist dieser Union-Weg eben noch ein bisschen spektakulärer. Aber auch wenn Freiburg Champions League schaffen sollte, wäre das sensationell und ein Ereignis für die Ewigkeit dort im Breisgau. Also da würden wir natürlich dementsprechend auch eine Aufmerksamkeit drauf legen. Im Moment wird es etwas überstrahlt vom Köpenicker Stern. So, lass uns noch mal ein bisschen schauen, was wir noch zu besprechen haben. Wir haben nämlich noch das Frankfurt-Spiel. Und da muss ich ja sagen, für mich in der Rückrunde die größte Enttäuschung ist Eintracht Frankfurt, sage ich ehrlich, gemessen an den Erwartungen, gemessen an dem Potenzial, was diese Mannschaft hat, war es für mich völlig unerklärlich, weshalb in den letzten Wochen diese gute Ausgangsposition weiter verschenkt wurde, weil ja auch Mainz, Leverkusen, Wolfsburg auch durchaus was angeboten haben. Und wenn man das jetzt heute sich mal anschaut auf der Tabelle, sind das 3 Punkte bis Platz 6. Und dann im Hinterkopf, was Frankfurt die letzten Wochen alles abgeschenkt hat, habe ich überhaupt nicht verstanden, weshalb man diese Ausgangssituation in der Liga nicht einfach daraus die Motivation geschöpft hat und gesagt, okay, pass auf, Platz 6 ist ja immer noch ein Erfolg. Qualifizieren wir uns direkt für die Euroleague, ist doch super.
Und jetzt zum ersten Mal gegen Mainz, die ihrerseits in der schweren Formkrise sind, zum ersten Mal wieder abgeliefert. Und das fällt ausgerechnet zusammen mit der Meldung, dass es mit Glasner in der neuen Saison nicht weitergeht. Da fragt man sich natürlich sofort, ey, hat das irgendeinen Zusammenhang, Etienne? Tja, das fragen sich alle, ob das. Also ich glaube, es gab ja jetzt auch davor noch diese Personalie mit Hellmann, wo er sich auch positioniert hat, diesen Machtkampf gegen Holzer offensichtlich gewonnen hat. Es war einfach sehr viel Unruhe in Frankfurt auf verschiedensten Ebenen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ja, jetzt geholfen hat, dass jeder jetzt weiß, woran er ist, dass man jetzt sich konzentrieren kann auf den Endspurt in der Saison. Ich glaube, dass es auch kein Zufall war, dass jetzt so schnell dann da Entscheidungen getroffen wurden, sowohl von Hellmann, der hat sich ja dann auch öffentlich geäußert über Glasner, was in der Schärfe und dieser Deutlichkeit auch eher untypisch ist, dann auch bei der Bild-Zeitung. Also das hat auf jeden Fall schon, da hat man schon gemerkt, irgendwas. Also da wollte offensichtlich jetzt jemand gewisse Querelen beenden, auf welche Art auch immer. Und spielerisch war es ja jetzt nicht so. Die Eintracht hat halt, ich will es jetzt auch nicht nur Ergebnisgrenzen nennen, weil da waren auch richtig schlechte Sachen dabei, aber es waren auch ganz viele Unentschieden dabei, mit unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen, mit mal 2 Zentimeter mit Tranchancen, die vergeben wurden. Also es war nicht alles komplett grottenschlecht, die Spiele. Da wäre auch mal der ein oder andere Punkt oder Dreier auch mehr drinne gewesen, sage ich mal, so dass man nicht immer sagen kann, die wollten nicht oder das war ein Mentalitätsproblem. Aber der Unterschied zu dem Mainz-Spiel, der war schon jetzt sehr frappierend, muss ich sagen, weil das war schon wieder die Eintracht, die man so vom Ende der Hinrunde kannte. Das war wirklich toller Fußball, den die gezeigt haben. Die wirkten spritzig, die wirkten frisch. Wie Werner. Ja. Man muss dazu sagen, Mainz aber auch, also, das sind bei solchen Spielen, weiß ich immer nicht, soll ich sagen, die Eintracht war so gut und hat Mainz nicht entfalten lassen oder war Frankfurt nur so gut, weil Mainz halt wirklich gar nichts gemacht hat. Also da ging gar nichts. Die sind aus ihrer eigenen Hälfte nicht rausgekommen. Sobald die mal den Ball hatten, war Ballverlust. Frankfurt jeden zweiten Ball gewonnen, jeden Zweikampf gewonnen, hatten einen Angriff nach dem anderen. Haben da auch schon wieder Chancen vergeben am Anfang. Also wo du gedacht hast, das war so ein Spiel bei anderen Vereinen. Die hätten einen Konter genutzt und ein Tor gemacht. Die Eintracht hätte wieder gesagt, ja, wieder keine Torchancen genutzt, hinten wieder direkt einen Gegentreffer gekriegt. Nur Mainz war so schlecht, dass sie gar keine Torchance im Prinzip, bis, glaube ich, eine am Ende von Onisivo hatten. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo steht die Eintracht? Ist das jetzt so eine, das wird man dann jetzt gegen Schalke sehen. Das ist für mich unmöglich, das einzuschätzen, weil mein Gefühl sagt mir, die Eintracht hat jetzt diese Serie von 10 oder 11 nicht gewonnenen Spielen, hat sie jetzt beendet. Können sie jetzt einen Haken dran machen. Diese Geschichte kann jetzt kein Journalist mehr bemühen. Ihr habt den Pokal noch gewonnen. Naja, und jetzt glaube ich schon, dass man auch gucken muss, dass man natürlich in Form bleibt. Aber da jetzt schon, auch wenn das keiner so zugeben wird, jeder wird sagen, wir wollen über die Liga noch uns qualifizieren. Das stimmt ja auch theoretisch. Sind das noch wichtige Spiele und auch machbare Spiele? Aber also die werden natürlich gucken, dass alle Spieler, alle Top-Spieler in Topform und fit sind fürs Pokalfinale. Meine Hoffnung beruht so ein bisschen darauf, dass ich davon ausgehe, dass so 2/3 im Olympiastadion Eintracht-Fans sein werden. Also es wird sich vermutlich eher wie ein Heimspiel. Gehe ich jetzt mal von aus, ohne jetzt hier berühmte Klischees zu bemühen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da mehr Eintracht-Fans als Leipzig-Fans sein werden. Und dass das so das letzte gemeinsame Ziel ist, dass man das, da hast du jetzt als Trainer in der Kabine auch so die Möglichkeit zu sagen, so Leute, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, das interessiert jetzt alles nicht, ich gehe woanders hin, lasst uns jetzt nochmal zusammenrücken und diese für uns alle uns hier nochmal unsterblich machen. Das kann nochmal so einen Schub geben. Ja, und ansonsten ist das alles sehr, sehr traurig, was da passiert ist nach so einer Hinrunde, dass das alles ist, dass dann von 3 Monaten Glasner ein Angebot kriegt zur Vertragsverlängerung und noch kokettiert und sagt, ich weiß es nicht und jetzt nächste Saison nicht mehr Trainer ist. Also ich muss mich auch nach dieser Nagelsmann-Nummer und so, ich muss mich auch immer noch dran gewöhnen, was das für ein komisches Geschäft ist, dieses Fußballgeschäft. Meine Emotionen kommen da teilweise gar nicht mehr hinterher. Ja, vor allen Dingen, was diese Diskrepanz eben angeht, Performance in der Liga. Ich glaube, ihr seid ja auch letztes Jahr, seid ihr 14. geworden? Oder 11. Okay, na gut. Bisschen besser, aber trotzdem habt ihr ja die Liga dann auch komplett abgeschenkt gewissermaßen, dann alles auf diesen Sieg gegen die Rangers gesetzt, das hat geklappt. Und dieses Jahr fühlt sich im Elfmeterschießen, ne? Im Elfmeterschießen, ja, Boré. Ja, und Lenz hat auch getroffen, ja, ne? Ja, trotzdem fühlt sich das eben so komisch an, weil ich als Außenstehender, der schon Sympathien für die Eintracht hat, der fragt sich halt natürlich, wie blickt man denn auf einen Trainer, der eigentlich, wenn man jetzt, das sind halt, natürlich sind das
Boni, ein Europa-League-Sieg, aber ein DFB-Pokalsieg. Aber ich denke mir dann auch so, ey, das sind zwei Titel in zwei Jahren für Eintracht Frankfurt. Ihr wart davor irgendwie, wie viele Jahre titellos vor 2018? Ja, eine ganze Weile. Ja, du hast den fünf Jahren. Also ja. Aber Nils hat es ja das letzte Mal auch schon gesagt, dass dieser Europa-League-Sieg hat ja auch viel, ne, der überspielt dann ja auch so viel ein bisschen von der tatsächlichen Leistung. Natürlich hat Glasner jetzt in der Liga nicht diese Werte. Und es gibt auch viele, die sagen, naja, er hat einen besseren Kader als Kovac oder Hütter. Mhm. Ne? Mhm. Also die hatten keinen Kolomuani da oder keinen Götze, keinen Lindström. Also er hat jetzt auch schon einen guten Kader gehabt. Jetzt muss man sagen, die Kaderbreite war nicht so gut. Es gab auch jetzt dann in der Phase, wo die Eintracht schwach war, gab es auch viele Verletzungen, gerade in der Innenverteidigung. Also ich glaube, die Kaderplanung war nicht optimal, auch nicht für einen Verein, der Champions League spielt und auf drei Hochzeiten tanzt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, hat auch Glasner Fehler gemacht, hat es auch verpasst, sage ich mal, Spieler an den Kader ranzuführen, die vielleicht, ein Alidou sei mal erwähnt, ein Alario haben wir schon. Das sind ja jetzt Spieler, die sind vielleicht nicht auf dem Niveau von einem Muani oder einem Lindström, aber das sind auch Spieler, die schon bewiesen haben, dass sie auch eine gewisse Qualität haben. Ja, genau. Und die haben ja gar keine Rolle gespielt. Ja, oder auch zum Beispiel, dass ja Hasebe mit dieser berühmten Rede letzte Woche, der hat Blut gepinkelt und jetzt hat dieser Woche nicht gespielt von Anfang an, sondern tut er zentral. Das hat sehr gut funktioniert. Gut, das ging aber nur, weil Touré wieder zurückkommt, der war auch verletzt. Ja, klar, aber er hätte ja auch mal auf Viererkette spielen. Wenn du sagst, ich habe keine drei Innenverteidiger, kannst du auch mal mit zwei spielen. Das meine ich ja, dass er halt jetzt das ausprobiert, was er vielleicht schon mal früher hätte. Irgendwie. Ja, da kann man auch Glasner Vorwürfe machen. Ich glaube trotzdem, wenn die Eintracht ist insofern in einer guten Situation im Sommer, auch wenn ein großer Umbruch ansteht, dass sie viel Geld haben werden, wenn Kolomoani geht. Das muss man einfach sagen. Da haben sie dann absurd viel Geld, um Baustellen zu schließen. Und ich glaube, wenn Glasner die Chance hätte und eng mit seinem Sportdirektor zusammenarbeiten würde und an einem Strang ziehen würde und zu sagen würde, ich will das und das und das und diese Wünsche würden ihm erfüllt werden, glaube ich trotzdem, dass Glasner ein fantastischer Trainer ist, der es schaffen würde, daraus eine gute Truppe zu formen. Aber das ist jetzt hätte Fahrtkehr, das Thema hat sich erledigt. Und Glasner wird nicht mehr Trainer sein nächste Saison. So sieht es aus. Ob die Saison am Ende dann doch noch als eine gute Saison trotz aller Widrigkeiten bewertet wird, hängt sicherlich natürlich von den letzten beiden Spieltagen ab und vom Pokalfinale. Theoretisch ist ja auch noch Platz 6 möglich und der Pokalgewinn. Und dann kann mir keiner erzählen, dass das dann überleg dir mal, ist. Ganz kurz, dann überleg dir mal, der Glasner gewinnt zwei Titel in zwei Jahren. Das meine ich aber, ja. Aber er ist ja auch in Wolfsburg nicht an Erfolgslosigkeit gescheitert. Also vielleicht gibt es da auch intern einfach ein paar Querelen, die ihn dort weitertreiben. Ja, du kannst es halt so erzählen, du kannst auch erzählen, dass er zwei Jahre hintereinander eben in der Liga nicht das gerissen hat, was man. Vielleicht kann man die Trainer auch warum gibt es nicht Spezialisten, dass man sagt, ein Pokaltrainer und ein Ligatrainer? Ich wollte dich nur kurz verbessern, in einer Hinsicht, in Eintracht reicht für die Conference League auch sogar Platz 7. Ja, ich meine, aber nicht unbedingt. Doch, klar. Ich meine, ich weiß, dass Platz 7 reicht, weil sie im Pokalfinale gegen Leipzig spielen und so oder so. Aber mir geht es ja darum, dass die Conference League nicht. Das Conference League? Das wollte ich sagen. Aber Euroleague ist ja der deutlich attraktivere Wettbewerb. Lass uns bitte noch einmal ganz kurz, Contenance, jetzt noch über das Leipzig-Spiel reden, weil die sind ja auch in diesem Champions League-Rennen dabei. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist durchaus für den Titelkampf auch relevant, was Leipzig macht. Und eben gerade hatte ich so eine These aufgestellt, dass wenn Freiburg nicht gegen Wolfsburg gewinnt, dass dann Leipzig eventuell diese 10% Bissigkeit im Duell gegen die Bayern fehlen dürften. Und diese These kann ich jetzt auch auf das Spiel gegen Bremen machen, weil wenn nämlich Szoboszlai nicht in der 97. Minute nach fantastischer Vorarbeit von Nkunku das 2:1 gegen Bremen schießt, dann ist Leipzig zum Siegen verdammt gegen die Bayern oder beziehungsweise zumindest dürfen sie mal nicht verlieren. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass dieses späte Tor noch gefallen ist, eben aufgrund der Dramatik im Titelkampf, die ich gerne hätte. Darf ich mal fragen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Wieso wurde denn überhaupt 7 Minuten nachgespielt? Videobeweise. Diverse. Eine Szene, weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, also aber war die kann man dabei, theoretisch auch noch länger. Das war okay. Das war reden. Das war die eine Szene. Das war ja sowieso, Schiedsrichterleistung war ganz mies an dem Abend. Das sage ich ja wirklich selten. Also sucht gerne Ausschnitte raus, wo ich das sage, aber das war wirklich keine gute Leistung. Und deswegen, dass du dich ärgerst, verstehe ich halt so über drei Ecken dann gedacht, so mit Meisterschaftskampf, aber dass das Ding 2:1 für Leipzig ausgeht,
ist vollkommen gerechtfertigt anhand des Spiels. Weil Werder hat das 75 Minuten lang wirklich gut gemacht, haben gut verteidigt, haben tief gestanden. Das, was ja das Kryptonit so ein bisschen ist für Leipzig, wenn die ihr Tempo nicht auf den Rasen bekommen, wenn sie wirklich aus dem Spiel heraus mit Pässen den Gegner knacken müssen. Das haben sie gut gemacht. Aber da war ja auch schon dieses 1:0, was zwischendurch für Leipzig gefallen ist, was nie im Leben weggenommen werden darf vom Videoassistenten, muss man ganz klar so sagen. Es war wieder ein Eingriff, der nicht passieren darf. Der Schiedsrichter hat die Szene wahrgenommen und es war, und hat da völlig zu Recht entschieden, dass das kein Foul war. Und dann ist, wäre das Spiel eigentlich schon beendet gewesen. Aber dann dadurch eben, dass er eingegriffen hat, schießt dann Werder das 1:0. Und das war dann so die Initialzündung für die letzte Viertelstunde, wo du wirklich gemerkt hast, dass Leipzig einfach die deutlich bessere Mannschaft ist. Also wer, das hat auch Werner, Ole Werner nach dem Spiel gesagt. Guck dir mal an, wer bei Leipzig eingewechselt wurde. Kampel, Halstenberg, Paulsen, Guardiol. Und wer bei uns eingewechselt wurde. Dingschi, Brumm, Schmidt, Maximilian Philipp, der wirklich auf keinen grünen Zweig kommt. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit irgendwann, bis diese Tore fallen für Leipzig. Ja, es war auf jeden Fall hochverdient, ja. Gar keine Frage. Aber wenn du in der 97. Minute, ja. Und das war dann auch die letzte der angezeigten Nachspielzeit oder vielleicht war es auch die 96. Wenn du da dann mit einer der letzten Aktionen im Spiel das Tor machst, dann ist natürlich auch Glück dabei. Ja. Der Anlass ist Glück, die Ursache ist Können meinetwegen. Aber das ist sehr gut. Merke ich mir. Ist auch, ja. Wirklich, ist auch wirklich wahr, ja. Ja, und daher ist Leipzig kurz davor, die Champions League klarzumachen. Und für Bremen, ja, ich meine, realistisch betrachtet geht es für die seit langem um nichts mehr. Rein rechnerisch können sie, glaube ich, noch Relegation spielen. Aber das wird natürlich nicht passieren. Ja. Und deswegen kann man sich, glaube ich, jetzt auch als jemand, der der Bundesliga ein bisschen Spannung wünscht, da durchaus ärgern über dieses Tor. Ja, und also mich hat wirklich mal interessiert, wie Marco Rose sich nach dem Spiel hingestellt hätte, wenn das am Ende keinen Sieg gegeben hätte. Der wäre. Weil ich hab's hier offen, das war großartig. Also Marco Rose ist generell kein Befürworter des Videobeweises und ich habe es gerade offen und er hat Folgendes gesagt: Meine Meinung zum VAR kennt man ja, abseits kontrollieren ja, aber ansonsten lasst die Jungs auf dem Platz entscheiden, macht bezahlbaren Wohnraum draus oder Lagerboxen für Möbel, aber hört auf mit dem ganzen Unsinn. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was man sich dabei denkt und dann weiter. Für mich ist es relativ klar und eindeutig, wir haben es lange genug versucht und das war heute für mich das beste Beispiel, dass wir es lassen sollten. Also auch klares Statement gegen den Videobeweis. Aber solche Statements kommen halt immer, wenn man gerade persönlich betroffen ist. Ja. Aber er hat ja trotzdem noch gewonnen am Ende, weißt ja, du? Deswegen meine ich ja, ich will gar nicht wissen, wie er sonst geredet hat. Man muss Marco Rose wirklich zugutehalten, dass er sich immer aufregt, auch wenn der Gegner ist. Also das ist auch, was mich stört manchmal, dann kommen sie plötzlich alle, sind sie Videoassistenzgegner, wenn das gerade passt. Aber gerade bei Steffen Baumgart und bei Marco Rose muss man sagen, die nutzen wirklich jede Gelegenheit, um dagegen zu schießen, egal ob sie selbst oder der Gegner betroffen sind. Ja. Jo. Gut, und damit haben wir die Situation, so wie sie geschildert haben, am nächsten Spieltag erwartet uns jede Menge Spannung. Leider, ich finde es ja immer super, nicht alles Samstag 15.30 Uhr, das finde ich ja immer ganz toll, aber vielleicht kommen TV. Sie irgendwann nochmal zurück. Ja, I know, TV, ja. The money steals us the joy. Eine Frage noch, ganz kurz, ja? Weil du vorher das angesprochen hast mit Leipzig. Für den HSV ist genau dieselbe Situation, denn Bielefeld spielt am Samstagmittag, glaube ich. Und wenn die nicht gewinnen, ist Greuther Fürth am Abend schon durch. Mhm. Heißt, du bist für den Gegner von Bielefeld am Samstag, richtig? Nee, mir ist das völlig schnuppe. Wenn der HSV seine Spiele nicht aus eigenem Können heraus gewinnt, dann haben sie es auch nicht verdient. Der HSV ist in der Situation, dass er darauf hoffen muss, dass Heidenheim patzt oder dass Darmstadt zweimal patzt und dass sie ihre eigenen Spiele gewinnen müssen, okay. Aber wenn sie jetzt diese eigenen Spiele nicht gewinnen, dann müssen wir jetzt auch über nichts mehr reden. Ähnlich wie bei Dortmund, wo man denkt, okay, du musst jetzt hoffen, dass die Bayern patzen und wenn du es selber nicht machst. Das wird zu viel 3D-Schach. Bin ich dann immer draußen als Nicht-Fan. Ja, aber das stimmt. Ja. Aber wenn es für Greuther Fürth noch um den Klassenerhalt geht, dann werden die anders auftreten, als wenn die schon wissen, okay, kann genauso auch mal anders sein, dass die halt, wenn es um Klassenerhalt geht, dass sie dann nervös sind. Und wenn sie dann aber nachmittags hören, so, hey, geil, wir sind durch, dass sie dann mit vielleicht einer anderen, breiteren Brust rein. Kann ja genauso sein. Was haben wir denn geredet vor ein paar Wochen, so von wegen, ist doch jetzt geil, gegen Köln zu spielen. Gleichzeitig denkst du dir jetzt, nee, eigentlich ist nicht geil, gegen Köln zu spielen, weil die nehmen das noch ernst. So, das ist ich sag dir, also ich hatte mich eher geärgert, dass Bielefeld in Kaiserslautern gewonnen hat. Ja, klar. Last Minute, weil natürlich dann Sandhausen quasi dann abgestiegen ist und das ist das, was mich geärgert hat, weil auch wenn der HSV noch gegen Sandhausen spielt, aber die spielen ja auch noch gegen Heidenheim. Ja, und Heidenheim spielt auch noch gegen Regensburg. So, und das, ja, ist so. Und deswegen, ich hätte es besser gefunden, die beiden hätten noch eine Chance gehabt. Egal, aber ihr seht. Eder hat doch vor ein paar Wochen gesagt, der HSV wird Zweitligameister.
Ja, der Eder hat auch gesagt, Selke trifft nicht fünfmal. Also da muss man jetzt wirklich nicht nochmal drauf sein. Selke hat getroffen? Okay. Wie sehr euch das Ende dieser Sendung trifft, das könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben. Oh, schade, schon vorbei. Ich armer Mann oder Frau. Aber ihr seid getröstet, dann nächste Woche Montag geht es hier an selber Stelle weiter. Dann wissen wir wieder ein bisschen mehr. Da bist du als Bock drauf. Heute. Ich habe auch richtig Bock drauf. Freut euch auf einen tollen Spieltag. Kein Bock. Und lieben Dank an der Stelle natürlich auch an alle Mitglieder und Mitgliederinnen des Supporters Clubs. Vielen lieben Dank für euren Support. Ihr macht diese Sendung möglich. Das war's von uns. Herzlichen Dank, Noah, dass du mal wieder da warst und uns bereichert hast mit deiner Anwesenheit. Ja. Das war's von uns. Wir machen's uns gemütlich. Tschüss, noch Wiedersehen.